jetzt in Folge 4 und wir sind, glaube ich, es ist jetzt der letzte Teil für Orte. Es geht jetzt nochmal um Geografie und wir reden heute über Meere, Berge, Inseln, Flüssen und Tropen und Wüsten und Rohstoffe. Und die Humangeografie werden wir dann auch noch ein bisschen und Wanderrouten anteasern. Wir werden auch ein paar Sachen noch mal ein bisschen aufgreifen, die wir letztes Mal tatsächlich auch schon ja angeteasert. Dafür waren wir ein bisschen zu intensiv in der Materie, um zu sagen, das wäre nur ein Teaser gewesen. Es ist ja auch schwer, wo Landmassen Ja. von Flüssen zu und von Meeren zu trennen. Also. Ja, und einfach nur über das Land an sich zu reden, ohne auch ein bisschen die Bergischen anzusprechen. Aber wir werden einfach noch ein bisschen detailgenauer da in manche Sachen noch einsteigen. Und genau, da würden wir einfach mal mit den Meeren beginnen, als Pendant quasi zu den Landmassen, über die wir das letzte Mal gesprochen haben. Und da würde ich als erstes einmal fragen, wie schaut es denn aus? Also speziell mit Meeren, Größe der Meere. So, nur aber. Habt ihr schon mal Geschichten geschrieben, wo ihr euch sehr viel auf Meere konzentrieren müsstet? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Ozeanabenteuer geschrieben habt oder dass ihr euch damit habt auseinandersetzen müssen, was beim ja, Meeresmassen will ich jetzt nicht sagen, Menge an Meer, Verteilung von Meer, Positionierung und Einflüsse vom Meer jetzt konkreter in euren Geschichten eine Relevanz hatte. Ich habe ja schon erzählt, ich habe mir den ganzen Planeten überlegt, dementsprechend auch Kontinente und musste mir dann natürlich auch überlegen, so wie ist es mit den Meeren und wie ist es auch mit der Größe von einem Meer. Weil je nachdem, wenn ein Meer riesig ist, kann das ganze Zivilisation, je nachdem, auf welchem Stand sie sind, voneinander abgrenzen und hat auch Einfluss aufs Ökosystem. Da müssen wir uns alleine ja hier nur mal angucken. Wir haben den Eurasischen Kontinent. Afrika ist relativ nah dran im Vergleich zum Beispiel zum amerikanischen Kontinent und vor allen Dingen zum australischen Kontinent, der sich ja auch so schnell abgespalten hat oder so frühzeitig abgespalten hat, dass sich dort ein komplett eigenes Ökosystem entwickelt hat. Das heißt, die Tatsache darauf, wie groß ist mein Meer eigentlich, und wie gut befahrbar ist mein Meer, das ist ja auch wichtig, hat ja auch Einfluss darauf, wie verknüpft ist meine Welt an sich. Also wenn ich einen kleinen isolierten Inselstaat schreiben möchte, allerdings in einer Welt schreibe, die unser 21. Jahrhundert entspricht, muss ich mir wirklich sehr gut überlegen und es sehr gut im Weltenbau erklären, warum dieser Staat immer noch isoliert und nicht mittlerweile erschlossen, kolonialisiert und einverheimst ist. So, da Mann. Definitiv. Und natürlich auch so ein bisschen so, was schlummert im Meer? Ich bin ja ein ganz großer Freund davon, was so in den Tiefen des Meeres. Und sagt ja immer noch, wir haben mittlerweile nur einen Bruchteil unseres der Meere eigentlich erkundet. Wir wissen mehr über das Weltall als über unsere Meere. Wir wissen noch nicht, was auf den Gründen der tiefsten Stellen so genau rumkreucht und fleucht. Und das ist auch eine ganz faszinierende Sache. Da Und man muss muss ich sich nur die jetzt gerade alten Karten mal an angucken. diesen Film denken. Wie heißt der? Megalodon? Ja, genau, Meg? Megalodon. Ne? Das war ja auch eine sehr interessante Theorie, dass sie da hatten, dass der Meeresgrund gar nicht der Meeresgrund ist, dass er also gar nicht fest ist dort, wo sie unterwegs sind, sondern dass das irgendeine Art von nebelartiger Schlickschicht ist, durch die du durchtauchen kannst. Und dass die Strömung von der Temperatur her auch dafür sorgt, dass alles, was drunter ist, drunter bleibt und alles, was drüber ist, drüber bleibt. Und dass nur, weil sie das durchbrochen haben mit ihrem Fahrzeug und für so eine Art von Unterwasser-Wurmloch gesorgt haben, durch diese Meeresströmung, dass da eben dieser Urzeithai dann da durchbrechen konnte. Ich kann nicht genau sagen, inwiefern das wissenschaftlich Das wurde irgendwie. mittlerweile schon sehr, sehr oft dementiert, dass Megalodon nicht mehr existiert in Nee, unseren nee, Meeren. nicht Aber der man muss ja Megalodon, sondern alleine. diese Schlickschicht. Das hat mich halt furchtbar Yes. an dem Film interessiert, ob sowas theoretisch möglich wäre, dass wir etwas für festhalten unter Wasser, was gar nicht fest ist. Aber na, da habe ich mich nicht näher mit Da kann beschäftigt. Margo ja gleich mal was zu sagen. Er Weißt du guckt dazu nämlich schon was? Hast du wieder so. das? Ja, du recherchierst doch immer Nessie, so viel zu diesen. genau.
Nessie, also alleine, wenn man sich diese alten Karten anguckt, wir haben halt Ewigkeiten gedacht, Riesenkraken existieren nicht. Das wäre ein Ammenmärchen, bis man so einen Riesenkraken-Fangarm, nur der Fangarm, und der war riesig, ans Meer gespült wurde. Oder man bei den Buckelwalen diese Tentakelabdrücke mal auf den Rücken gefunden hat, die ja auch gigantisch sind, und dann mal festgestellt wurde, es gibt vielleicht doch Riesenkraken. Also alleine gibt dieses ganze Meerfeeling so viel Arten, damit zu spielen. Wenn man, oder man sagt halt wirklich, ich habe ein Meer, hier ist das Boot, hier ist mein Meeresgrund. Dann nimmt man sich natürlich auch relativ viel, nimmt aber auch sehr viel Spekulation so von wegen, warum geht das denn? Warum kann das Schiff hier einfach so rüber? Und warum passiert nichts? Ja, da ist nichts, was passieren kann. Hast du zufällig mal dazu recherchiert? Ich traue dir das immer zu, dass du solche Fakten immer gleich wissenschaftlich checkst, Marco. Ich habe es nicht. Mir kam nur der Gedanke. Habe ich sowas mal recherchiert? Nee, aber mir ist direkt eine Möglichkeit eingefallen, das zu überprüfen. Wenn der Meeresboden Schlick wäre, also wasserdurchsetzte Materie, ne? Und darunter dann ja auch weiter Wasser wäre, dann würde das ja bedeuten, dass das nicht die dicht, also dass über dem Schlick nicht die am meisten komprimierte Stelle von diesem Wasser ist. Und Wasser hat seine maximale Dichte bei 4 Grad Celsius. Und zwar immer. Genau. Immer. Das ist die sogenannte Wasseranomalie. Das ist etwas, was sonst bei fast keinem Stoff vorkommt. Bei fast allen Stoffen wird es immer dichter, je kälter es wird. Ne? Aber Wasser ist einer der wenigen Stoffe, der das eben nicht macht. Das ist übrigens der Grund, warum wir Eisberge und sowas haben. Wenn man so eine Stelle hätte, wo eine Schlickschicht ist und darunter noch Wasser, dann dürfte das Wasser da nicht 4 Grad kalt sein, weil da unten drunter noch stärker komprimiertes Wasser ist. Und das wäre eine enorme Temperaturanomalie, weil wir sonst überall auf dem Meeresgrund 4 Grad haben. Also wirklich überall auf dem Planeten. Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie nur 5 Meter vom Strand entfernt ist, wo das Wasser halt nicht tief genug ist, um weit genug abzukühlen. Ja, und das würde man sofort merken, wenn da eben nicht der wahre Meeresgrund ist, sondern wenn da eigentlich eine Stickschicht ist, durch die man durch kann, durch die das Wasser dann ja auf jeden Fall auch durch kann. Das bräuchte es übrigens auch für diese Temperaturgrenze, die du gerade genannt hast. Das ist tatsächlich etwas, was es gibt. Das wird zum Beispiel bei der Sonarortung, ist das tatsächlich ein Problem, wenn zum Beispiel, wenn du eine Temperaturgrenze im Wasser hast, ja mal 100 Meter unter der Oberfläche, und unten drunter ist ein U-Boot und oben drüber ist ein Schiff und das Schiff möchte mit Sonar bestimmen, wo das U-Boot ist, dann prallt dieser Schall aufgrund der Dichteveränderung an dieser Temperaturgrenze teilweise daran ab. Und der dann zurückkommt, prallt auch wieder teilweise daran ab. Und dadurch kannst du durch solche Temperaturwechsel nur sehr, sehr schlecht Dinge im Meer finden, wenn du jetzt nicht gerade Radar oder sowas benutzt. Ja, dementsprechend ist es natürlich spannend, gerade beim Meer. Es ist ja nicht nur die Frage überirdisch, was tut sich durch das Meer, ne? Meeresströmung, was tut sich unterirdisch, ganze Meereswelten, die man da quasi ja erschaffen oder nutzen kann, die man schon hat. Wie schaut es denn bei dir aus, Saskia? Schon mal Meeres-Stories geschrieben? Ich habe das bisher vermieden. Ich musste diesen Satz zu Beginn loslassen. Die Saskia-Dressler-Taktik. Ja. Ich vermeide es und mache es später. Richtig, richtig. Es existieren Ideen in irgendwelchen Schubladen dazu, ja. Aber ich kann sagen, ich habe im August, ja gut, es war mehr September, ein Buch gelesen, wo es quasi darum ging, wurde versucht, wissenschaftlich so ein bisschen zu erklären, falls es Ähnliches wie Meerjungfrauen gibt oder nicht, warum wir die noch nicht gefunden haben. Und die siedeln die zum Beispiel in den Marianengraben, und das ist halt spannend, weil das ist so tief runter, da kommst du teilweise nicht. Okay, das Buch war generell ziemlich cool, weil es eine coole Repräsentation von Neurodiversität hatte. Aber das fand ich ganz spannend, weil da wurden eben diese alten Mythen aufgegriffen und versucht, wissenschaftlich irgendwie zu erklären. Und im Meer ist, jetzt verkläre ich mich, bei Meeren kann man sich halt noch überlegen, was hat man für ein Meer? Das kam mir jetzt gerade noch, weil du hast ja mehrere Arten. Entweder hast du einen riesen Ozean oder du hast ein bisschen was wie die Nordsee, was nicht ganz so riesig ist. Oder du hast sowas wie die Ostsee, was eigentlich ein abgeschlossenes Binnenmeer teilweise ist. Und da ist dann auch die Frage, was habe ich und welche Auswirkungen? Weil wenn ich ein Binnenmeer habe, hat das eine andere Auswirkung, als wenn ich ein großes Meer dazwischen habe. Ich werfe mir auch das Tote Meer ein. Ja, das kam mir auch gerade noch.
Weil das ja auch eher so ein Meer ist, wenn einem die Perspektive fehlt, weil man aus der israelischen Wüste kommt und halt alles, was größer ist, als die Pfütze nach dem Regen direkt irgendwie als bedrohliche Wassermasse empfunden wird. Oh mein Gott, das ist ein Meer, das ist mein Pool. Nein, das ist ein Meer. Interessant finde ich ja auch, dass jedes Meer riecht anders. Man merkt das ganz extrem, wenn man jetzt Ostsee und Nordsee vergleicht. Die Nordsee, die riecht fischig, die Ostsee eher nicht. Das ist, ich glaube, das lag am Algengehalt, glaube ich, hat mir irgendjemand mal erklärt, dass das daran liegt, dass die Nordsee so extrem nach Fisch riecht, tatsächlich, wenn du die Küste entlang gehst. Und an der Ostsee könntest du auch am See stehen, quasi. Und du hast ja auch das Ebbe- und Flut-Ding. Du hast an der Nordsee eine wesentlich deutlichere Ebbe und Flut als auf der Ostsee. Das heißt, es wird auch, du hast wirklich langes Watt, wo nichts ist. Mhm. Wo ja der Meeresgrund und der Meeresgrundgeruch ja auch hochkommt und der dann nach vorne gespült wird. Das ist ja auch so eine Sache, die muss man bedenken. Habe ich einen Mond und inwieweit hat dieser Mond Einfluss auf meine Meere? Genau. Habe ich Ebbe und Flut? Habe ich eine starke Ebbe und Flut? Und gerade bei diesem Meer, ne, weil man befindet sich ja meistens, also hängt von der Story ab, ob man sich an vielen Orten seines Planeten mal befindet oder speziell eben nur an einem, ob man dann beschreibt, wie verhält sich dieses Meer und wie verhält sich dieses Meer. Unterschiedlich, ne? Da werden wir, ja, jetzt sage ich es zum ersten Mal, passend zum Stream, später auch noch drauf eingehen, welche vielen Unterschiede es alleine schon gibt, wenn du nur Wüste sagst. Da denkt ja erstmal jeder nur an Sand und heiß, aber es gibt so viele verschiedene Arten von Wüsten. Ja, und so hast du es ja mit dem Meer. Ja. Meer eben auch. Der Pazifik ist eben, je nachdem, wo ich bin, anders. Teilweise. Oder fühlt sich anders an. Oder wenn ich in den Tropen bin, ist das ein anderes Meer, wenn ich an die Karibik denke, als wenn ich jetzt an die Nordsee denke. Alleine schon Mittelmeer und Nord- und Ostsee. Das ist ein komplett anderes Meer. Und das ist, wenn du mal auf eine Karte guckst, gar nicht mal so weit entfernt, wie wenn wir jetzt Nordsee und Pazifik miteinander vergleichen. Genau. Ja, wir haben bei Mago jetzt ein bisschen übersprungen, ob er für seine eigenen Geschichten auch schon mal irgendwelche Meeresrecherche gemacht hat, weil wir dich nach Fakten gefragt haben zum Megalodon. Sollen wir das noch nachholen? Ja. Tatsächlich nicht. Also ich habe es eher wie Isabel bisher gehandhabt. Bei mir sind die Meere eher indirekt vertreten. Ich musste gerade wirklich nachdenken, ob ich mal auf oder im Meer irgendwie was Wichtiges gemacht habe, geschrieben habe. Nö, einfach nicht. Die Küste spielt ab und zu eine Rolle. Bei mir ist es deutlich eher so, dass ich Ozeane in dem Fall eigentlich sogar eher, halt auf das Gesamtsetting auswirken. Also diese Fantasy-Welt Merina, an der ich seit Ewigkeiten arbeite zum Beispiel, die ist entstanden aus einer Konzeptzeichnung davon, wie denn der Mars aussehen könnte, wenn wir es schaffen würden, den so weit aufzuheizen, dass wir das vorhandene Wassereis schmelzen. Und eine Sache, die mich daran unglaublich fasziniert hat, war, dass im Verhältnis zur Größe von der Erde der Mars irgendwie, ich glaube, 15% des Wassers der Erde hätte. Also das wäre ein unglaublich trockener Planet. Mhm. Und die Meere haben gar nicht so viel weniger Fläche gehabt, aber die waren halt im Gegensatz zur Erde, wo ich glaube, die durchschnittliche Tiefe irgendwie bei 2,5 Kilometern oder sowas liegt, waren die nur bei 300 Metern Tiefe. Das heißt, viel weniger Durchwühlung, es gibt keine Tiefsee in dem Sinne, es nimmt viel weniger Energie auf, so an Sonneneinstrahlung und sowas, gleicht dann auch den Planeten viel weniger aus. Das heißt, die Temperaturunterschiede zwischen zum Beispiel dem Äquator und den Polen sind viel extremer, weil viel weniger Wasser da ist, was diese Energie herumtragen kann. Und dann kommt auch wieder ein Aspekt rein, den Isabel schon genannt hat, Meere sind Verbindungswege. Also wenn wir von einer Zivilisation ausgehen, die uns einigermaßen ähnlich ist, dann sind wir eben landgebunden. Ja? Und die Meere sind eigentlich, ich sag mal, mehr oder minder Toträume. Klar, man kann sich darauf bewegen, man kann sich fortbewegen, man kann fischen, man kann also Ressourcen damit rausziehen, man kann Inseln letztendlich besiedeln, wenn man jetzt so weit geht wie wir, dann kann man auch Inseln im Meer bauen, man denke mal an Ölbohrinseln und so ein Zeug, ne? Aber letztendlich ist das Meer kein Raum, auf dem man sich stationär über lange Zeit, und damit meine ich Jahre, also wirklich relevante Lebensperioden aufhält. Und so ist das dann eben auch in meinen Geschichten, weil die eben nicht im Meer spielen, weil da keine Fantasiewesen drin vorkommen, die da irgendwie drin wohnen oder sowas. Und dann ist das Meer eben vor allem dieser Zwischenraum und wirkt sich dann zum Beispiel auch ganz heftig aufs Klima aus. Wenn man jetzt nicht 70% Wasseroberfläche hat, so wie wir auf der Erde, sondern ich sag mal nur 40 oder sowas und das auch viel weniger tief ist,
da also viel weniger Wasser letztlich raus entnommen werden kann, dann gestaltet sich das Wetter ganz anders. Dann sind zum Beispiel Wüsten viel größer, ja, weil einfach viel weniger Wasser in der Atmosphäre ist, um eine viel größere Landfläche irgendwie zu befeuchten. Und das wiederum, das stellt dann interessante Herausforderungen, weil ich dann plötzlich Landmassen hatte, die ich funktional wie ein Meer behandeln musste, weil man da nicht dauerhaft bleiben konnte, sondern weil das dann auch nur eine Gegend war, durch die man durch konnte. Und man spricht ja bei der Wüste zum Beispiel auch nicht ganz umsonst, bisschen klischeehaft, vom Sandmeer. Ne? Die Sahara ist da so das archetypische Beispiel, weil das eine Gegend ist, die gilt es zu durchqueren. Da gilt es nicht drin zu bleiben. Da baut man auch nichts auf, wenn man jetzt nicht gerade sowas wie einen Nil hat, der da zufälligerweise durchfließt und gigantische Wassermassen zur Verfügung stellt. Ja, das war bisher so mein Berührungspunkt mit. Ja, ja. Da merkt man aber auch, ne, die Menge macht's beim Wasser. Ne? Wenn du Meere hast, es geht tatsächlich ums Verhältnis Land und naja, also Land, das über dem Meer liegt, weil wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, es gibt ja sehr viel Land, das unterhalb des Meeres liegt. Wie viel Meer hat man tatsächlich? Ja, bei mir, bei der Geschichte, ich hatte bislang auch noch kein Meer, das relevant war. Die Zombie-Kalypse-Bücher, die spielten ja alle in Städten und da war das irrelevant, weil Zivilisation zusammengebrochen. Und dementsprechend war der Raum, auf dem man sich bewegte, so klein, dass Meere da wirklich nicht relevant waren. Und bei der neuen Geschichte bei Schneerot musste ich mich damit auseinandersetzen, weil ich ja ein Konzept entwickelt habe, in dem im Prinzip die Landmassen so gut wie verschwunden sind und unter der Meeresoberfläche liegen und alles abgesackt ist und man eigentlich nicht mehr viel Land hat und man hockt halt nur auf dieser Insel und überall drumherum ist Wasser. Zumindest das, was die Leute, die dort leben, sehen. Weil es gibt ja trotzdem noch außerhalb etwas, was sich ihrem Kenntnisstand entzieht. Aber spoilern und teasern will ich jetzt hier nicht dazu. Ein Mittelmaß zwischen dem, was sich die Leute vorstellen, was tatsächlich existiert und dem, was wirklich passiert ist. Und es ist halt einfach alles unter Wasser versunken, weil die Polkappen abgeschmolzen sind, sich auch die tektonischen Platten anders verhalten haben, die Umweltkatastrophen da Einwirkungen hatten. Und da musste ich mich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, inwiefern hat denn das Meer Auswirkungen auf die klimatischen Bedingungen von so einer Stadt, die da so mittendrin steht und sonst nichts drumherum? Inwiefern hat das Auswirkungen auf meine kleine tropische Insel, die da, ja, nee, sie schwimmt ja nicht vor sich hin, das ist ja die Spitze eines Berges. Und demnach musste ich mich dann mit dem Meer durchaus ein bisschen da auseinandersetzen, wobei die Geschichte jetzt ja nicht auf dem Meer oder in dem Meer spielt, sondern es da tatsächlich um die Auswirkungen auch geht, die ein Meer, das diese Landmasse umgibt, eben auf das Klima hat, was beim Meer ja definitiv relevant ist. Genauso wie frühzeitig bei uns, ne, die Strömungen, die unterhalb des Meeres sind, haben ja im Prinzip diesen Urkontinent auch auseinandergezerrt, der einmal zusammen war und sind so kräftig, dass sie über natürlich viele, viele, viele Jahrhunderte, Jahrmillionen einen Kontinent auseinanderbrechen lassen können und halt woanders hin bewegen. Ne? Ja, das ist das Verhältnis zum Meer und dann werden wir uns jetzt wieder mal auf das Land bewegen, es sei denn, ihr habt jetzt noch etwas Konkretes. Ich meine, Meeresströmungen werden wir trotzdem nochmal erwähnen, weil das kommt bei den Wüsten nochmal vor, das kommt bei den Flüssen nochmal vor. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr jetzt erstmal nur zur Sache Meer einwerfen wollt oder sagt ihr, naja, wir können uns gleich zu den Bergen weiter bewegen? Zur Sache Meer würde ich ganz gerne noch einwerfen, wenn man mal sich hier auf der Welt nach einer interessanten Meeresstory, also nach einem interessanten Ort mit Meer umsehen will, einfach mal Point Zero googeln. Point Zero ist der Ort auf der Welt, wo das nächste Land tatsächlich nach unten geht. Point Zero ist ein Punkt im Meer, der ist so weit von allen anderen Landmassen entfernt, dass wenn man tatsächlich zum Land messen möchte, muss man nach unten gehen auf den Meeresboden und ist deswegen auch so ein mythischer Ort mit allerlei Geschichten, die sich darum ranken, wie der Aliens, Ursprungsort von Atlantis, sowas alles. Also wenn man da mal ein bisschen auf Spurensuche gehen möchte oder sich ein bisschen inspirieren lassen möchte, was magische Meeresgeschichten angeht, ist das ganz spannend. Ja, ich glaube, die Stimmung und die Atmosphäre gerade von Geschichten unter Wasser, Poison hat gerade gesagt, ich habe eine schöne Szene in Schneerot, wo getaucht wird, aber die ist ja nun wirklich nur sehr kurz. Aber allgemein, wenn man jetzt Geschichten liest, die unter Wasser spielen, dann geht es ja viel um diese Mystik und wenn man unter Wasser taucht, diese Stille, die einen plötzlich umgibt. Einfach dieses Feeling, was man als Mensch selber hat, wenn man, ja, mega genial, nicht schön, ist ja gut.
Du kennst mich doch, immer so ein bisschen dezenter. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Stimmung. Wenn man unter Wasser ist. Ja, und auch diese Wesen, das hast du vorhin ja auch schon angesprochen, Meerjungfrauen, Riesenkraken, einfach Dinge, auch Fische, die in den ganz heftigen Tiefen, also dieser Lampenfisch, dieser ganz gruselige, der aussieht wie so ein Skelett mit diesem Lämpchen vorne dran, wie der andere Fische fängt und so. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Der Geisterhai oder der Clownshai, der kann sein Maul nach vorne schießen. Der Kobold-Hai, genau, Kobold-Hai. Danke. Ja, er kann, also wenn er sein Maul öffnet, der kann sein Maul so nach vorne schießen, um was zu fangen. Und gerade diese ja, Meereswesen. Der hängt dann seinen Kiefer aus. Ja. Ich glaube, die sind auch immer oft Vorlage für extraterrestrische Wesen, weil die so ungewohnt aussehen für uns jetzt, weil wir sie Anglerfische. Halt, ne, selten. Anglerfische ist das mit dem Lämpchen. Genau, das wobei gemerkt, nur die Weibchen haben tatsächlich das Lämmchen. Die Männchen siehst du ganz oft am Weibchen so dran pappen, so parasitär. Die sind tatsächlich wesentlich kleiner und die verschmelzen teilweise irgendwann mit dem Weibchen. Da sehen wir wieder, dass quasi unsere Umgebung dann die Völker beeinflusst, weil ich habe ja relativ viel über den Sommer, weil ich nicht ans Meer kam, über Meerwesen gelesen. Und da war es ganz interessant, weil da wurde dann auch so gesagt, naja, die reden nicht so wie wir. Das funktioniert unter Wasser anders. Beispielsweise mit Zeichensprache und zum anderen spüren die durch die Wellen, also durch die Bewegung im Wasser auch eher, was um sie herum ist. Das heißt, da muss man auch noch ganz anders denken, dass die sich vielleicht anders miteinander kommunizieren, als bei uns das zum Beispiel ist. Also das hat, wenn man das dann unten an, also ins Wasser ansiedelt, vielleicht noch ganz andere Auswirkungen. Das, wie wir schon in einem gesagt haben, das bestimmt dann der Weltenbau, manchmal vielleicht auch die Völker oder die Lebewesen, die wir haben. Da muss man dann auch bedenken, der Druck. Viel Wasser erzeugt einen Wahnsinnsdruck. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir noch gar nicht so tief runtergegangen sind, weil wir einfach noch nichts wirklich bauen konnten, was diesen enormen Druck standhält und nicht dafür, und Kameras, die werden ja zerdrückt teilweise. Das ist nichts, was sich irgendwie sinnvoll bewegen kann. Ich meine, wir sind 1960 ja schon auf den Grund des Marianengrabens vorgestoßen, aber das war halt im Grunde nur eine Kabine, die absinken und wieder aufsteigen konnte. Das durfte keinerlei Maschinerie haben, die irgendwie nach außen entblößt war, die diesem Druck eben kaum standhalten konnte, sondern man hatte dann nur diese super dicken Panzerglasscheiben, man hatte eben die Stahlhülle und ich glaube, dass ich einfach nur die Öffnungen für diese Ballasttanks, die man dann leeren konnte, um eben eine Dichte zu erreichen, sodass man wieder aufsteigt. Es gibt da ein ganz interessantes Video in Stralsund im Ozeaneum. Da haben die so einen Tauchgang in die Tiefe aufgenommen und man sitzt quasi wie in einer Tauchglocke und hat dann um sich herum die Monitore, die sind, als würde man rausgucken und dann kann man sich umsehen und je tiefer man taucht, desto mehr sieht man auch. Man hört die ganzen Kommentare von den Forschern, die mit runtergetaucht sind. Was aber sehr gruselig ist, ist, teilweise knackt es um einen herum. Ja. Und das ist dann sehr, sehr unheimlich. Das spielt ja dann auch nochmal mit rein, wenn du jetzt nicht irgendeine Zivilisation unterhalb des Meeres beschreibst oder das, was an Meereskreaturen existiert, adaptierst für extraterrestrische Sachen. Wenn du jetzt als Mensch reingehst ins Wasser, ne? Also gerade so Unglücke beschrieben von Booten, Titanic oder anderen Sachen, oder du bist unter Wasser als Forscher unterwegs, auch diese eine, wie heißt denn das, The Abyss, glaube ich, heißt der Film, wo sie in dieser Unterwasserstation unterwegs sind und dann auch irgendwelche Meerwesen und entdecken irgendwelche Aliens. Auf jeden Fall diese klaustrophobische Stimmung, wenn du nicht raus kannst, dort nicht atmen kannst, dich eigentlich dort nicht bewegen kannst und du hockst nur in dieser kleinen Kabine, weil sonderlich groß kannst du das ja komfortabel hier so Luxusschlitten kannst du auch nicht bauen, sondern das ist so eine Minikugel, wo du eng zusammensitzt und eigentlich nicht wirklich was machen kannst. Das übt ja auch eine große Faszination aus. Dafür gibt es ja auch immer viele Geschichten. Ne? Und alleine auf YouTube gibt es, Margo, mach du. Wenn ihr mit existenzialistischem Horror was anfangen könnt, dann kann ich da das Videospiel Soma auch sehr empfehlen. Soma spielt nämlich in mehreren Unterwasserstationen. Ein paar Jahre, nachdem ein Asteroideneinschlag die Oberfläche der Erde unbewohnbar gemacht hat. Und diese Unterwasserstationen haben das Ganze eben überlebt, sind aber augenscheinlich auch die einzigen, die das überlebt haben. Und es gibt ein
semi-übernatürliches Horrorelement. Also es ist grundiert in, ich sag mal, Science Fiction, die prinzipiell möglich wäre, aber wo wir noch keinen Zugang zu haben im Moment. Aber ein anderes Element ist eben auch der, wie die Leute, die dort unten sind, damit umgehen. Dieses Horrorelement entspringt nämlich aus einer Maschine, mit der sie glauben, sich sozusagen dauerhaft am Leben halten zu können, weil sie biologisch einfach keine Chance haben. Es geht nicht, auf die Oberfläche zurückzugehen. Die Nahrungsreserven gehen einfach zu Ende. Die Maschinen gehen auch im Laufe der Zeit dann kaputt. Die müssen ja gewartet werden. Man braucht Ersatzteile. Die kann man halt 300 Meter unter Meeresspiegel, beziehungsweise sie haben dann auch noch eine Station, ich glaube 4000 Meter unter Meeresspiegel, kann man dort einfach nicht herstellen. Und gerade am Anfang des Spiels, wenn man das noch nicht weiß, sondern sich einfach nur durch diese Station bewegt, ist dieser Aspekt des nach draußen Guckens, und das ist nur 100 Meter unter Meeresspiegel am Anfang, das heißt, da hat man sogar noch Licht, was von oben kommt, aber es ist trotzdem ein ganz seltsames Gefühl, da draus zu gucken und halt eine Landschaft zu sehen, mehr oder minder, ne? Weil das sind ja Unterwasserpflanzen, da sind Tiere und so und so. Das sieht eigentlich erstmal recht lebendig aus, aber es ist für einen selber absolut lebensfeindlich. Und man ist gefangen in dieser kleinen Konservenbüchse von Unterwasserstationen und weiß aber, dass man da irgendwann raus muss. Und am Anfang geht es eben hauptsächlich darum, dass man sich erstmal in die Lage versetzt, irgendwie da rauszugehen, um zu versuchen, die anderen Stationen zu finden und zu schauen, ob da vielleicht noch jemand ist. Darauf eingriffen kann ich was empfehlen. Subnautica spielt mit einem ähnlichen Trope. Man stürzt auf einem Planeten ab, der ist nur Meer. Also da haben sich nie Landmassen gebildet, da gibt es nur Meer und man ist am Anfang nur in seiner kleinen Rettungskapsel, muss aber in die Tiefen dieser Meere eintauchen, um Sachen zu finden, um da wieder wegzukommen, um ein Notsignal zu senden. Dieses Spiel ist wahnsinnig klaustrophobisch erregend und das gibt es sogar in VR zum Teil. Keine Spiele für mich. Wenn man noch mal was, wenn man noch mehr weitergehen will, was ich gerade sagen wollte, auf YouTube gibt es ganz viele Videoaufnahmen von GoPros von Leuten, die Höhlentauchen betreiben. Also wenn man wirklich kein Problem mit Enge hat, da hört man wirklich nur das Wasser gluckern, man sieht vielleicht meine Hand und geht dann wirklich diese ganz engen Höhlenpfade hindurch. Und wenn man dann nicht mehr schlafen möchte, dann hört man sich bitte Stories an von solchen Höhenexpeditionen, die schiefgelaufen sind. Ja. Wenn ich uns nochmal kurz an die Oberfläche zurückziehen darf, ein Punkt, den Eleanor eigentlich vor ganz am Anfang dieses Segments angesprochen hat, diese Meeresströmungen, Oberflächenströmungen in dem Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich mit Weltenbau auf einer größeren Skala auseinandersetzt. Und den kann man tatsächlich bei uns an der Erde sehr schön veranschaulichen. Wenn man sich nämlich mal Europa, Afrika und Nordamerika und also auch so den nördlichen Teil von Südamerika anguckt. Dieser Nordatlantik ist ja ein abgeschlossenes Meer, ein abgeschlossener Ozean mehr oder minder. Südatlantik hat einen relativ großen Durchbruch, die Nordsee hat einen relativ großen, dann gibt es auch das Polarmeer und das Mittelmeer. Aber an sich bildet das so ein abgeschlossenes Ding. Und eigentlich würde man erwarten, wenn man sich das auf so einer Weltkarte anguckt, dass da irgendwie ein Wechsel stattfinden müsste. Das ist nicht so groß, nicht so weit auseinander, dass das wirklich die Zivilisation, die es da auf beiden Seiten gibt, trennen sollte. Aber wenn man sich das jetzt historisch ansieht, was passiert ist, ist, dass es einmal diese Überquerung aus Europa, aus Nordeuropa nach Grönland und dann eben auch ins heutige Kanada gab, ne, von den Skandinaviern, die allerdings nicht lange hielt, dass es niemals eine Überquerung von Amerika zu uns gab und dass interessanterweise auch niemals eine Querung von Afrika nach Südamerika passiert ist, obwohl das eigentlich die kürzeste Distanz ist und auch der mit Abstand angenehmste Teil des Meeres. Und das liegt daran, wie Meeresströmungen dort letztendlich verlaufen. Und zwar ist es so, dass der Punkt, wo man sozusagen von Amerika nach Europa übersetzen könnte, ist gleichzeitig der breiteste Punkt des Atlantiks. Das geht sozusagen von mitten von der Karibik bis Richtung Spanien. Und da braucht man die besten Schiffe für. Und deswegen hat es dann auch so lange gedauert, bis irgendjemand diese Querung geschafft hat, weil das eben erst funktionierte, als dann nach Marco Polo die Schiffsbautechnik aus China nach Europa gekommen ist. Die Europäer es dann mal geschafft haben, Hochseeschiffe zu bauen, basierend auf diesen Modellen aus China und aus Skandinavien. Weil vorher sind wir ja auch nur die Küsten entlang gefahren. Das Mittelmeer ist so ein Meer von Angsthasen, die an der Küste entlang fahren und dann höchstens irgendwie mal zwischen Sizilien und Tunesien irgendwie mal einen Tag auf dem offenen Meer wagen. Und dann halt auch noch in der falschen Richtung sozusagen. Das war ein riesiger Glücksfall, dass Kolumbus gerade dann losgefahren ist, dass die Winde günstig waren, weil er eigentlich die ganze Zeit gegen diese Strömung angefahren ist. Im Norden
gab es niemanden, der den entsprechenden Druck hatte, nachdem dann diese kleine Eiszeit kam, die die grönländischen Siedlungen zerstört hat. Und im Süden ist es halt so, dass Westafrika niemals eine große Seefahrtsindustrie entwickelt hat, weil die dominierende Strömung dort weiter nach Süden Richtung Äquator führte. Das heißt, dort, wo man leicht hätte hinhandeln können, da gab es nicht so wirklich was Interessantes zu handeln, weil dort dieser dichte afrikanische tropische Urwald war. Und da, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, wenn man keine Jahreszeiten hat, sondern das ganze Jahr über fruchtbares Land hat, dann gibt es wenig Anlass, eine komplexe Zivilisation auszubilden, dementsprechend auch wenig Anlass, komplexe Güter herzustellen, die haltbar sind, die haltbar machen und so weiter und so fort. Da ist dann einfach wenig Anlass zum Handeln letztendlich da. Aber als sich das etabliert hat, also als dann der Kontakt da war, wie war denn dann die Reiseroute? Wir sind von Europa nach Afrika, haben dort die Leute eingepackt, Sklaverei, muss man mal ganz klar dazu sagen, sind damit nach Südamerika rüber, weil das die einfachste Strömung war, damit dann in die Karibik, haben uns dort die Waren eingepackt und sind dann über die breiteste Stelle vom Atlantik, wo aber die Strömung Richtung Europa ging, wieder zurück. Dieser Dreieckshandel, von dem ihr vielleicht in der Schule auch schon gehört habt. Und das ist komplett darauf aufbauend, wie die Meeresströmungen an der Oberfläche eben verlaufen. Ja. Erleichtert ja auch den Schifffahrtsweg, ne? Wie willst du? Enorm. Unmotorisiert, ja, bei schlechten Winden. Da kann man auch durch die Besiedlung dieser einzelnen kleinen Inselstaaten, die es im Laufe der Zeit gegeben hat, beziehungsweise jetzt immer noch gibt, anschauen. Die haben sich in ihre Boote gesetzt und sind mit den Strömungen gefahren und sind irgendwann auf die nächste Insel aufgedotscht und haben gesagt, gut, bleiben wir hier. Das klingt, Bob, oh, Insel, hups. Ja, so haben die das ganz häufig gesagt, dass die ihre Boote, die hatten für diese Strecken total gut ausgebaute Boote, aber wo die sich einfach in die nächste Strömung, die konnten total genial die Strömungen lesen, wussten ganz genau, mit welcher Strömung komme ich wohin, in die Strömung gesetzt und wuppt und dann raus und irgendwo kommt schon was. Jetzt muss ich an Findet Nemo denken mit den transatlantischen, was war das, Strom? Das basiert übrigens auch auf etwas, was es wirklich gibt. In Polynesien und Mikronesien, also im Pazifik, von dem wir es ja vorhin kurz hatten, ist es nämlich so, ihr habt vielleicht schon mal von El Niño gehört, ja, dieses coole Wetterphänomen. Cool. Im Pazifik ändert sich zweimal im Jahr mehr oder weniger die Fließrichtung von einer großen Strömung. Und wenn das besonders heftig ausfällt, das nennt man dann El Niño. Aber die moderate Variante von El Niño, die nennt man dort einfach nur nächste Jahreszeit. es ist so. Ja. Diese wechselnden Strömungen erlaubten es Leuten mit Booten, die natürlich darauf ausgelegt waren, auf hoher See unterwegs zu sein, aber die nach unserem Verständnis extrem simpel gebaut sind. Relativ einfache Auslegerboote mit kleinen Segeln, die oftmals nicht mal sowas wie Decks hatten, sondern das war wirklich einfach nur das Boot und vielleicht irgendwie oben eine Abdeckung drauf, mit denen gigantische Distanzen zurückzulegen. Man unterschätzt das immer. Das sind Distanzen so, das ist, als ob man von Lissabon nach Moskau fährt. Also einmal komplett durch Europa durch. Die konnten die regelmäßig und zuverlässig überwinden. Die konnten dort stabile Handelsbeziehungen aufbauen, weil sie eben wussten, okay, in dem Monat kann ich auf der Seite losfahren, dann trägt mich die Strömung darüber. Und wenn ich dann da zwei Monate bleibe, dann kann ich danach mich wieder ins Boot setzen, dann führt mich das da runter und dann kann ich über den Winter wieder nach Hause. Weißt du, woran das liegt, dass das wechselt? Das liegt an den Jahreszeiten. Also die Temperatur im Meer ändert sich natürlich je nachdem, ob die nördliche oder die südliche Hälfte gerade der Sonne zugewandt ist. Mhm. Und du hast dann eben eine thermische Ausdehnung des Wassers. Und im Pazifik ist einfach so viel Wasser, dass das kleine bisschen, wie das Wasser sich ausdehnt, bei einem Temperaturunterschied zwischen, ich sage jetzt mal, 15 und 25 Grad, die Zahlen sind ein bisschen aus der Luft gezogen, aber so die Größenordnung, dass das sozusagen dafür sorgt, dass die eine Hälfte des Pazifiks anschwillt und dann in die andere überschwappt. Ja, mich hat das konkret interessiert, weil das gar nicht so unähnlich ist mit diesem Kreislauf bei den Tropen, was wir später noch erzählen werden. Deswegen dachte ich mir gleich, Moment, das kommt mir bekannt vor. Deswegen ist ja gerade dieses ein Grad oder das halbe Grad, was ja beim Klimawandel ganz viel erzählt wird, wo alle sagen, ist doch nur ein halbes Grad. Ja, aber dieses halbe Grad kann eben solche Auswirkungen haben, wie es schwenkt ganze Meeresströmungen auseinander. Bei uns hier oben ist es ja auch nur dank des Golfstroms so warm. Ja, der wird ja aber auch langsamer, ne? Okay, wir werden jetzt aber mal zu den Bergen übergehen, weil wir reden jetzt schon eine Dreiviertelstunde über Meere. Wir müssen jetzt weitermachen, sonst kommen wir nicht durch. Ja, aber ich will doch noch zu den Wüsten und den Tropen kommen. Die sind noch viel faszinierender. Wir müssen doch zwischendrin auch mal über Dinge sprechen, bei denen wir tatsächlich auch viel recherchieren mussten, weil wir es verwendet haben für unsere Geschichten.
Dann werden wir jetzt mal zu Bergen kommen. Die werden wir aber auch relativ kurz behandeln, weil wir letztes Mal bei den Landmassen auch schon viel über Berge und Strömungen gesprochen haben. Wir werden uns ein bisschen näher damit beschäftigen, wie Berge entstehen. Das haben wir letztes Mal nämlich tatsächlich ein bisschen dezent angesprochen, durch welche Möglichkeiten denn Berge überhaupt hervorgerufen werden und was wir vielleicht selber schon mal für unsere Geschichten verwendet haben. Wie ich gerade gesagt habe, meine Insel ist eine Bergspitze in Schneeroth, also ein unterseeisches Gebirge. Und die anderen Möglichkeiten, wie Berge entstehen, da haben wir letztes Mal drüber geredet, das ist die Bewegung von den tektonischen Platten. Die können halt entweder auseinanderdriften und dann, wie wenn du Stoff zusammen und auseinanderschiebst, bilden sich dann halt plötzlich Täler und drumherum hast dann Berge. Oder sie rattern aneinander vorbei, dann gibt es auch Festtagsachen und die Berge entstehen. Oder sie driften einfach aufeinander zu, zum Beispiel eine ozeanische Platte und eine kontinentale Platte, die sich dann so untereinander schieben und dann auch Gebirge aufwerfen. Oder Erosion. Na, die tragen zum Beispiel Gebirge dann auch wieder ab. Also du hast Wind und Wasser, das darauf Einwirkungen hat. Einschneidende Flüsse, da kommen wir bei den Flüssen nochmal drauf. Die Sonne, Eis, Gletscher, die das Frühjahr irgendwie abgeschliffen haben von den Bergen. Das sind so die Sachen, die mir spontan einfallen. Was habt ihr bei Bergen noch auf Lager? Was fällt euch da noch ein? Berge, Entstehungsgeschichte. Geografisch ein eher kurzer, also geologisch eigentlich ein eher kurzer Zeitraum, aber man schreibt seine Geschichten ja in der Regel nicht über Millionen von Jahren, sondern über einen etwas überschaubareren Zeitraum. Ein Phänomen, was ich super interessant finde, ist, wie zum Beispiel die skandinavischen Berge entstanden sind. Skandinavien ist nämlich eigentlich gar keine besonders gebirgige Gegend. Da treffen keine Platten aufeinander, die sich irgendwie hochschieben könnten oder sowas. Aber Skandinavien war während der Eiszeit von gigantischen Gletschermassen bedeckt und diese haben die Platte unten drunter verformt, einfach durch ihre Masse. Die haben die so ein bisschen gedrückt in die eine Richtung und dadurch hat sich da unten eine Art Überdruck aufgebaut, weil der ganze Magma, das flüssige Gestein, was da unten drunter war, eben komprimiert wurde. Und als das Eis sich dann über Jahrzehntausende zurückzog, fing dieses Magma dann an, dagegen zu drücken und die Platte in die andere Richtung auszudellen, sozusagen. und das ist die Entstehungsgeschichte der skandinavischen Gebirge, die wir insbesondere in Norwegen, aber auch in Schweden und so ein bisschen in Finnland haben. Das ist ein Gebirge, was es in ein paar Millionen Jahren nicht mehr geben wird, weil diese Platte jetzt im Moment so schwingt, mehr oder minder. Und die wird immer wieder in beide Richtungen sich entwickeln und irgendwann auch wieder in Ruhezustand kommen, nur dass das bei Fels halt ein bisschen länger dauert, als wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie Folie haben oder sowas. Aber Erdbeben haben sie dadurch keine, oder? Doch, aber die sind sehr, sehr milde, weil das keine abrupten Bewegungen sind, sondern vergleichsweise gleichmäßige. Ja, also du hast halt lauter Erdbeben, der wenn du sagst, die Stärke 2 oder sowas. und das merkst du halt nicht. Die Platte bewegt sich, aber eigentlich sind das so Minimalstbewegungen, ne, über diese Zeiträume hinweg. Thema Gebirge, ich finde noch die Storys, die hinter Findlingen stehen, also diese riesigen Steinbrocken, die wir ja hier teilweise in Europa finden, beziehungsweise unsere Vorfahren gefunden haben und die dann in irgendwelche Burgen mit eingebaut wurden oder für Gräber genutzt wurden oder was auch immer, dass die ja eigentlich dadurch entstanden sind, als wir die Eiszeit hatten, wurden die von oben mit runtergebracht und dann einfach liegen gelassen. Das klingt so hoch, mir ist aus der Tasche der Brocken gefallen. Eisberg. Ist mehr oder minder so. Also als dann die Eiszeit, als das wieder zurückging, sind die da einfach stumpf liegen geblieben. Und das ist auch ein ganz faszinierendes Bild. Ich habe in der Nähe meines Heimatorts tatsächlich ein, das heißt ein riesiges Feld, es ist ewig lang nichts, wirklich ist eine ganze Menge nichts. Du siehst Montag schon, wenn Mittwoch kommt, dann ist in der Mitte einfach ein Stein. Mitten im Nichts ist ein Stein. Und es ist wirklich total faszinierend, wenn man sich das einfach nur mal so anguckt, weil das wurde über Jahrzehnte, Millionen, dieser Stein hat sich danach nicht bewegt. Er ist da wirklich wie festgewachsen. Und dann hat er wir hatten irgendwann mal ein ganz kleines Erdbeben hier in der Gegend, hat er wieder angefangen so zu hüpfen. Okay. Also der ist wieder angefangen, sich zu bewegen.
Das war ganz faszinierend. Das bietet viel Raum für mythologische Ideen, ne? Wo kommt der Stein genau. her? Wer hat den da fallen lassen? Und hat der Stein irgendwie ein Wesen in sich, das von irgendwie gesteuert wird? Man sagt, also es gibt hier die Geschichte, dass der Teufel ihn, irgendeine Wette, und der Teufel hat ihn dann aus lauter Wut dahin geworfen, weil er eine Wette verloren hat. Flatsch. Im armen Kerl werden aber auch Dinge angelastet, ja, das finde ich, ja. find ich problematisch. Jeder in der Gegend stehende Stein. Wir haben ja auch einen Stein, das, der wurde unter uns Kindern immer des Teufels Hinternbacken genannt, in etwas salopperer Form, weil der halt so zwei Abdrücke da drin hat, wo es die Geschichte von gibt, da hat der Teufel 7 Tage und 7 Nächte lang gesessen, weil er auf wen gewartet hat, der ihn versetzt hat. Noch der Arme. Ich würde mal mit dem Thema Berge nur noch eine Kleinigkeit für später. vielleicht nicht sogar nicht mal heute später erwähnen. Berge haben diese lustige Eigenschaft, wenn man sich die geologisch anguckt, dass das ja im Grunde Faltungen in der Erdkruste sind. Und die Erdkruste hat nun mal verschiedene Schichten, in denen sich dann unterschiedliche Stoffe unterschiedlich gut absetzen. Und wenn ich jetzt eben so eine Falte habe und dann an der Stelle, wo sozusagen ein paar Kilometer weiter einfach mein Flachland ist, dort reinbohre, dann komme ich ohne großen Aufwand an die Stelle, wo eigentlich die Erdkruste gerade 3-4 Kilometer tief ist. Und das ist ja meistens interessantes Zeug, sowas wie Eisen, Zinn, Kupfer, ne? Thema Bergbau, das ist eine Sache, die man sich einfach bewusst machen muss. Berge sind unglaubliche Ressourcenhalden und wurden dafür zivilisatorisch auch genutzt. Aber ich denke, das ist wesentlich besser aufgehoben in einem unserer Streams, wo es dann eben um Wirtschaft und Technologie und so etwas geht. Rohstoffe kommen später. Aber auch noch. wenn wir es zeitlich schaffen, zu den Rohstoffen noch zu kommen, ich werde es schon im Stream teilen. Ich schmeiß schon rein, aber ich erkläre nicht weiter. Wir hatten die Unterwasserhöhen, Berge haben auch Höhen. Ich schmeiß sie nur rein. True, genau. Damit ich auch was zu Berg gesagt habe. Ja, ja. Stimmt. Der Aufbau einer Zivilisation bezogen auf nur dieses eine Element, wie Unterwasserlebenszivilisationen oder Zivilisationen im Berg selber ja auch. Ne? Das gibt es ja auch richtige Geschichten. Ich erinnere mich an die Geschichte Der flüsternde Berg. Die habe ich als Jugendliche sehr geliebt. Und da sind irgendwelche Leute in den Berg ausgewandert, weil die von irgendeiner, ich glaube, zur römischen Zeit sind die als Sklaven gehalten worden und haben sich dort versteckt und sind dort auch geblieben. Und in der Geschichte selber werden diese Leute eben wieder entdeckt, weil die rauskommen und Hilfe suchen, weil sie relativ kränklich sind, dadurch, dass sie immer nur unter dem Berg unterwegs sind und auch recht klein und sehr heller Haut. Und das war sehr, sehr, sehr interessant, einfach so die Idee, wie geht der menschliche Organismus auch damit um, in diesen Höhlen zu leben und auch die Welt dort drin, die ja existiert an Tieren und durchaus, es gibt auch Flora in solchen Höhlen, die sich anpasst, wie in den Tiefen der Meere. Das finde ich ja auch mega spannend, dass man da ein ganzes Konzept zu entwerfen kann. Auch mythologisch sind Höhlen sehr spannend. Ich glaube, es gibt in fast jeder Zivilisation teilweise sogar mehrere Geschichten von einem großen Herrscher, der unter dem Berg lebt und darauf wartet, wiedererweckt zu werden. Ich glaube, hier in Barbarossa, Kaiser Karl ist es bei mir hier in der Nähe. Skiffhäuser. Die Iren haben ihren großen Herrn, unglaublich, ja genau. Also da gibt es ganz, ganz viele Geschichten eben so, wenn das Land in größter Not ist, dann wird dieser König wieder zurückkehren und wird das Land erretten. Ja, aber wie Eleanor gesagt hat, das ist ziemlich spannend, wenn du eine Zivilisation im Berg hast, weil teilweise, wenn man sich jetzt so richtig High Fantasy manchmal in die Richtung anguckt, ist es bei Zwergen sehr minimal ausgebildet, was die Leute sich da ausdenken. Und man könnte das noch weiter diskutieren und noch mehr ausbauen, weil meine kommunistische Kinderbuchreihe am Klatsch vom Zauberer von Oz, die aber irgendwann eigenständig wird, in Teil 3 geht es nämlich auch um ein Höhensystem. Und das ist dann auch ziemlich spannend, weil dann gibt es auch die Frage, wie messen die denn Jahre und Zeiten, wenn wir keinen Tag- und Nachtwechsel haben und ähnliches. Also es ist schon spannend. Und dann sind wir im Prinzip mit den Bergen schon durch und werden uns jetzt kurz zu den Inseln begeben, bevor wir dann auch nochmal über
Flüsse reden werden. Inseln, wir reden über Inseln. Wie entstehen Inseln? Ist natürlich immer erstmal, wenn man den Weltenbau groß aufzieht, wie wenn man eine Fantasy-Welt erschafft und sich erstmal selber überlegen muss, wo befindet sich denn was und gibt es dort was und wie entsteht das überhaupt? Gibt es ja Möglichkeiten, sehr verschiedene Möglichkeiten, wie du Inseln ja nicht erschaffen kannst, aber im Prinzip erschaffst du sie ja schon, wenn du deine Karte zeichnest. Also Vulkanismus natürlich, du hast einmal den Vulkan selber, der auch Masse rauspustet, die natürlich im Meer dann erkaltet. Und ich finde diese Aufnahmen so hammergenial von diesen Magmamassen, die da reingehen, dann erkalten sie und dann platzen die so irgendwie ineinander immer wieder auf. Ich finde, das sind super faszinierende Bilder. Und es siedeln sich auch Korallen gerne an diesen Vulkaninseln. Und da entstehen dann nämlich zum Beispiel diese ganz super klasse, nett aussehen, also die Fotos kennt, ich glaube, die kennt so nahe jeder von diesen Ringinseln, von diesen Koralleninseln, diesen Atolle, wie Tahiti zum Beispiel, wo die Masse, ich glaube, es lag daran, dass das weniger dicht ist oder weniger fest ist, das Vulkangestein, als das Korallengestein. Deswegen wird das nämlich irgendwann weggespült und deswegen hast du in der Mitte dann den See und siehst von dem Berg nichts mehr, sondern nur noch den Rest von den Korallen, weil das nicht so schnell ausgespült wird und viel, viel fester ist als das Gestein vom Vulkan. Oder du hast eine Küstenüberflutung zum Beispiel, da wird dann einfach eine Insel von der Landmasse getrennt, indem der Meeresspiegel steigt oder aus irgendeinem Grund, da der Teil der Landmasse zwischendrin abgetragen wird. Inseln, die zum Beispiel zu der eigentlichen Landmasse noch dazugehören, aber einfach dadurch, dass zwischendrin das Land ein bisschen tiefer liegt als das andere, sind Madagaskar und Sardinien. Und dann eben unterseeische Gebirge, ne, wie meine schöne Insel, die eine Spitze von einem Berg ist. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, die mir jetzt ad hoc einfallen, wie Inseln entstehen, beziehungsweise wie man Inseln gut planen kann, also in der Nähe des eigenen Kontinents. Oder wenn du sie halt weit draußen hast, musst du dir überlegen, gibt es da ein Gebirge oder war da zufällig ein Vulkan unterwegs und viel Korallenbildung. Wie schaut es bei euch aus? Was habt ihr für, also Saskia, unsere Spezialistin jetzt dieses Mal? Naja, das würde ich jetzt nie sagen. Das würdest du nie von dir sagen, aber du hast da Wissen, also. Leg los. Also ich habe mich ja noch nicht genau damit beschäftigt. Ich habe das ja noch vermieden, mich sehr viel damit zu beschäftigen, aber ja. Der Silkpunk spielt auf einer Insel. Japan ist eine Insel. Ich glaube, in Wirklichkeit hat Japan über 6000 kleine Inseln. Sind nämlich ganz viele. Und ich fand es halt bei Inseln spannend. Also ich finde es zum Beispiel bei Japan relativ spannend. Je nachdem, die Hauptinsel, also Honshu, unterscheidet sich halt ziemlich sehr von den anderen Inseln. Also wenn ich in Okinawa bin, ist das eine ganz andere, ja, zum einen Klima und zum anderen auch Kultur. Du kannst in Japan Schnee haben, du kannst aber gleichzeitig auch eine tropische Insel haben. Je nachdem. Und das finde ich dann spannend. Das kann man auch für einen Weltenbau adaptieren. Ja, dass man auf einer Insel relativ viel hat. Ich meine, wo haben sie Herr der Ringe gedreht? Mir fällt der Name. Neuseeland. Genau, da hast du ja auch unheimlich viele verschiedene klimatische Möglichkeiten, ne? Ja. Ja, und dann muss man halt auch gucken, findet ein Austausch zwischen den einzelnen Inseln statt? Das ist jetzt wieder, jetzt springe ich wieder, aber Geografie viel hat Kultur auch viel mit euch. Hat halt auch mit Kultur zu tun. Ja, klar. Nämlich das Spannende ist zum Beispiel, wo nimmt die Insel und die Bewohner die kulturellen Einflüsse her? Weil Okinawa beispielsweise, was erst ab 1850... zu Japan gehörte, hatte keinen japanischen Einfluss, sondern einen chinesischen Einfluss, obwohl Japan näher dran ist. Mhm. Und da kann man sich dann nämlich auch überlegen, wo sind die Einflüsse von den Leuten, wie kommen die dahin, wie setzen die sich zusammen, vielleicht und was haben die denn für Lebensbedingungen? Günstigere Meeresströmungen oder wieso waren da eher die Chinesen unterwegs als die Japaner? Kann sein. Aber wie gesagt, Okinawa war bis 1850 oder so ein eigenes Königreich. Ist übrigens heute Insel der Alten, da leben die meisten alten Leute in Japan. Okay. Und die sind mega fit, also die machen hier mit 80 noch teilweise Sport, wo ich mir denke, so ja, meine 25 Klima. Nicht. Ja, das hat teilweise wirklich was vom Klima zu tun und mit der Lebensweise.
die aber klimatischer bedingt ist. Aber ja, Insel der Alten, falls ihr ein Altersdomizil braucht. Genau. Ist da doch irgendwie das japanische Altersdomizil, habe ich mal gelesen. Ja, dass die meisten Alten wirklich versuchen, nach Okinawa zu kommen und dann leben die da. Ich habe tatsächlich eine interessante Stelle inseltechnisch in meiner Welt. Und zwar ist ein Problem, was mir irgendwann bewusst geworden ist, bei diesen riesigen Kontinenten, dass die sehr schwierig zu bereisen sind. Wenn man riesige Landmassen hat, kommt man einfach nicht so gut rum, wie wenn da zwischendurch irgendwie immer mal wieder Wasser ist. Und ich habe halt einen mehr oder minder Megakontinent, der so grob die Fläche aller Kontinente auf der Erde plus noch ein bisschen was am Stück hat. Und der größte Teil davon ist halt Steppe und Wüste, weil kleine Meere, wenig Wasser, ne? Das war dann irgendwie doof, weil ich eigentlich nur so einen Ring an Küste hatte, wo man irgendwie was machen konnte. Dazwischen so eine riesige Fläche, wo einfach wenig möglich war. Und ich habe mir dann einfach eine Setzung an meiner Stelle gemacht. Ich habe da noch eine Kontinentalfalte mit reingemacht und habe dann einfach bestimmt, okay, die bewegen sich an der Stelle so ein bisschen auseinander und habe dann bestimmt, dass sich dort eben ein Riss im Kontinent gebildet, also eine Bucht mehr oder minder. Und genau an der Stelle schlug dann aber auch eine Meeresströmung dagegen. Und habe dann für mich definiert, okay, an der Stelle, diese Meeresströmung ist halt stark genug zusammen mit den auseinanderdriffenden Kontinentalplatten, dass sich dieses Meer da durchs Land durchfrisst. Hab dann allerdings nicht einfach nur eine Meeresstraße draus gemacht, sondern hab mir überlegt, wie würde das denn tatsächlich aussehen? Wasser nimmt ja immer den Weg des geringsten Widerstands, wie übrigens jedes andere Element auch. Und hab dann für mich gesagt, okay, das Interessanteste wäre eigentlich, wenn sich dort ein Haufen von Schluchten bildet, sodass man eigentlich eine Landmasse hat, die von einem Haufen Meeresengen von vielleicht 2-3 Kilometern Breite oder sowas durchtrennt sind. Aber das halt ständig hintereinander. Und wenn man durch dieses Land will, muss man sozusagen von Insel zu Insel hüpfen. Oder man kann natürlich auch am Stück da durchfahren, wenn man möchte. Aber dann hat man eben das Problem, wenn da irgendwie einmal ein Sturm durchgeht, wird man halt gegen die nächste Küste geworfen. Und man hat kein Meer, auf das man ausweichen könnte, wo man sich einfach herumtreiben lassen könnte. Das hat dann super interessante Auswirkungen darauf gehabt, wie dort sich Kulturen weiterentwickeln, weil die einerseits sehr eng im Kontakt stehen, andererseits kann sich auch Mikrokulturen super ausbilden. Die Schifffahrt ist total lokalisiert und auf kurze Entfernungen ausgelegt. Große Imperien können da nicht vernünftig durch, weil das Meer oder das Wasser einfach nicht tief genug ist, um richtig große Schiffe entsprechend durchzulassen. Es ist richtig schwierig zu beherrschen, weil es super einfach ist, sich auf irgendeiner Insel zu verstecken, wenn auf der Nachbarinsel gerade irgendwie Invasoren unterwegs sind. Und da hat sich dann so eine Landschaft ergeben, die so ein bisschen diesen großen Küstensümpfen ähnelt, die wir haben, wo ja auch viele Inseln drin sind, wo der Übergang von Meer zu Land nicht so ganz eindeutig ist. Dort ist das ein bisschen mehr, weil das eben Schluchten sind, die ins Land geschliffen wurden und eine sehr starke Trennung davon, aber dieser Inseleffekt stellt sich eben ein. Und das fand ich super interessant, so vom Inselkonzept her, weil das eben nicht abgeschieden ist. Ganz im Gegenteil, die sind ganz eng miteinander verbunden, aber sie haben eben trotzdem trennende Faktoren, die dann an Stellen greifen, wo man es von Inseln eigentlich eher nicht gewohnt ist, weil das, was man sich als Insel vorstellt, ist ja jetzt nicht das, wo, wenn Ebbe ist, eine Landverbindung ist, sondern eigentlich eher das, was so weit weg liegt, dass man es vielleicht an einem klaren Tag von der Küste her noch sehen kann. Ne? Man denke mal so an Frankreich nach Britannien. Man kann ja von Dover nach Calais und umgekehrt rüber gucken, wenn das Wetter einigermaßen gut ist. Aber das ist dann schon so das Nächste, was man da im Kopf hat. Eine Kleinigkeit möchte ich noch anmerken zu den Erklärungen, die du vorhin gebracht hast. Wenn ihr euch mal eine geografische Karte von der Erde anguckt, wo auch das Meer mit vertreten ist, also nicht nur als blaue Masse, sondern wo ihr dann richtig auch die Tiefe des Meeres sehen könnt, ne, in verschiedenen Farben, dann werdet ihr sehen, dass fast alle Inseln, die es gibt, auf dem Kontinentalschelf liegen. Das heißt, dass die eigentlich zum Kontinent dazugehören, aber dass im Moment der Meeresspiegel halt eine Höhe hat, sodass das Ganze abgetrennt ist. Wenn ihr euch dort mal einlesen wollt, gebt mal bei Wikipedia Doggerland ein. Das ist diese lustige Landschaft, die sich zwischen Frankreich, Niederlanden, Dänemark und dem heutigen Großbritannien erstreckt hat in der letzten Eiszeit. Und Indonesien ist auch super interessant, weil Indonesien bis vor 25.000, 30.000 Jahren eine große zusammenhängende Landmasse war und man heute immer noch Spuren davon erkennen kann, dass diese Kulturen einen gemeinsamen Ursprung haben und sich dann erst im Laufe der wärmenden Zeit, als die Meeresspiegel anstiegen, nach und nach voneinander getrennt haben. Jetzt mal nicht so zum geografischen, wie entstehen Inseln, sondern wie können Inseln auch wieder verschwinden?
Auch wieder eine schöne Geschichte hier aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr von Rungholt mal gehört habt. Nö. Hallo, liebe Klasse. War tatsächlich eine Insel in der Nordsee, die von einer Sturmflut übermannt wurde und die untergegangen ist. Und die Sturmflut kam so plötzlich, dass sämtliche Bewohner der Insel ertrunken sind. Und man kann heutzutage sogar noch Tauchgänge machen und die Stadt bzw. die Insel unter Wasser sehen. Das ist so ein gigantisches Feeling. Genau, das ist wirklich, es ist quasi, das, es wird neben Doggerland das europäische Atlantis auch genannt, beziehungsweise in unserem Fall das norddeutsche Atlantis, weil es halt eben, die hat riesen Deiche und alles und da gibt es auch ganz viele tolle Erzählungen und ganz viele Geschichten zu, aber die hatten halt wirklich riesen Deiche und es war eine Insel mitten in der Nordsee und dann kam eine Sturmflut und hat diese Insel mit sich in die Tiefe gerissen. Wo ich sage, ich habe das für meine Geschichte tatsächlich ein bisschen mich von inspirieren lassen, weil ich habe auch eine Insel, die genau auf die gleiche Art und Weise untergegangen ist. Wo einer meiner Protas allerdings zu denen zählte, die noch entkommen konnten, weil bei denen gab es, im Gegensatz zu bei Rungholt offensichtlich nicht, ein Warnsystem. und eine andere Sache, menschengemachte Inseln. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über geografisch entstandene Inseln gesprochen, aber was ich sehr faszinierend finde, da gibt es, glaube ich, sogar den Film namens Waterworld, der auch darum geht, eine Welt, die, wo der Wasserspiegel extrem angestiegen ist und wo es eben ganz viele menschengemachte Inseln gibt. Und das ist ein Konzept, das ich in meinen Geschichten wahnsinnig gerne verfolge. So von wegen, wenn es auf dem Land zu eng wird, gehen wir aufs Meer? Wie können wir aufs Meer gehen? Das sind heutzutage Sachen, die werden verfolgt. Es wird eben geguckt, wie können wir uns Lebensraum, auch wirklich dauerhaften Lebensraum auf dem Meer aufbauen. Und ich rede nicht von der riesigen Müllinsel. Genau, Sylt und die Niederlande tatsächlich auch. Die Niederlande liegen auch unter dem eigentlichen Meeresspiegel. Und es muss regelmäßig an den Küstenregionen Sand zurückerobert werden vom Meer. Ja, weil stimmt. Das müssen wir immer wieder aufschütten, weil es langsam... Genau. Gut, jetzt werden wir aber zu den Flüssen kommen, weil sonst schaffen wir nämlich unser ganzes Programm gar nicht mehr. Und werden die auch knapp behandeln, damit wir noch viel Zeit für Tropen und Wüsten haben. Es gibt Flüsse. Genau, Punkt. Das hatte Mago das letzte Mal im Stream schon erklärt. Das ist etwas, was man ja ganz oft macht, wenn du Karten zeichnest. Wie zeichnest du Flüsse in die Karten? Du hast deine Meere, du hast deine Landmasse und dann gehst du vom Meer und machst so deine Linie ins Land. Und so entstehen Flüsse ja gar nicht, sondern Flüsse entstehen an Quellen, wo Wasser aus der Erde kommt. Und die fließen dann zum Meer eben auch wieder hin. Der Fluss ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Kreislaufes von Wasser. Weil du hast das Meer verdunstet, die Wolken entstehen, die Wolken verteilen sich auf der Welt, auf dem Land regnet es ab, das ganze Wasser geht ins Grundwasser, irgendwo entstehen dann wieder Quellen, diese Quellen bilden sich zu einem Fluss aus und die wandern dann wieder ins Meer, wo das Wasser dann wieder verdampft. Das ist dieser ganz wichtige Kreislauf, damit wir überhaupt richtig vernünftiges Flora-Fauna-Leben auf unserem ganzen Landmassen bewerkstelligen können. Und das ist ja auch extrem relevant. Das kommt zwar auch in einem anderen Stream dann jetzt, wenn wir über Zivilisationen sprechen, einfach auch für Siedlungen, für Menschen. Aber eben auch für die Flora ist es enorm wichtig, dass ja, diese Wasseradern überall funktionieren und dass man das Verständnis einfach hat, Fluss fließt nicht von Meer ins Land, sondern Fluss fließt aus verschiedenen Quellen und dann eventuell sogar noch zusammen zu einem größeren und dann wieder hin zum Meer. Das ist so die Basis, was man bei Flüssen bei der Planung wissen sollte und wissen muss. Ich glaube, mit einem der wichtigsten Punkte bei Flüssen ist, Fluss bedeutet Leben. Also die meisten Zivilisationen haben sich eben halt in der, beziehungsweise Städte, Dörfer, Siedlungen gründen sich in der Nähe von Flüssen. Weil Flüsse sind Wasser, Flüsse sind Leben. Man wird es in den seltensten bis gar keinen Fällen haben, dass sich irgendwas weiter weg davon gründet. Und quasi wie aus dem Nichts heraus erscheint. Also wenn man sich seine Welt überlegt, ist es ganz praktisch, wenn man sich zuerst überlegt, okay, wo fließen meine Flüsse entlang? Weil anhand dieser Flüsse kann ich halt sehr gut gucken, wo können sich Städte entwickeln? Wo sind vielleicht Handelsrouten? Früher haben die Leute sich sehr viel auch am Fluss orientiert.
Zum Beispiel beim Bau, die Bäume, die gefällt wurden, sind ganz häufig alle ins Wasser und dann sind sie den Fluss runtergetrieben und wurden dann wieder, da wo sie gebraucht wurden, aus dem Fluss rausgezogen. Das war wesentlich einfacher, als die auf den Karren zu laden und dann die Straßen runterzubauen, die es nicht gab. Also sowas alles kann man da sehr gut mit einziehen. Den Fluss gab es vor dem Rad. Genau, Fluss gab es vor dem Rad. Mein Munkelt, mein Munkelt. Aber was, also es kann den Weltenbau total vereinfachen, wenn man sich erstmal überlegt, so okay, wo fließen meine Flüsse entlang, wo sind meine Verbindungen zwischen den ganzen Sachen, weil dann kann man daran wirklich schon pinpointen, okay, wo kann ich meine großen Städte hinsetzen und dann wie kann ich mich von dort aus, wie hätten die sich dann weiterentwickelt und alles. Flüsse sind schöne Hilfslinien beim Weltenbau, finde ich immer. Ich möchte den Punkt, den Isabel gerade gemacht hat, noch mal ein bisschen erweitern und vertiefen. Aus dem Grund, dass wir hier aus einem Kulturraum kommen, der ein ganz seltsames Bild von Flüssen hat. Wenn ihr euch mal eine Weltkarte anguckt, werdet ihr feststellen, dass Europa ein ziemlich komisches Anhängsel von Asien ist und ganz anders aussieht als alle anderen Kontinente. Ne? Schaut euch das mal an, das ist ein super schmaler Kontinent, überall irgendwelche Halbinseln auf drei Seiten von Meeren umgeben. Teilweise sind sogar die Halbinseln auf drei Seiten von Meeren umgeben. Wir sind der Abbruchrand. Ja. Wir sind das Stiefkind Asiens. Und wenn man sich mal anguckt, wie Flüsse halt in Europa unseren Kulturraum beeinflusst haben, dann waren das interessanterweise oftmals Grenzen. Schaut euch mal prämoderne Staaten an, da waren Flüsse oftmals Grenzen. Und auf allen anderen Kontinenten, die deutlich kompakter sind als Europa, wo also wesentlich weniger Küste im Verhältnis zur Landmasse da ist, entwickeln sich an Küsten Zivilisationsräume, die verbinden also. Der Fluss ist niemals eine Grenze, es ist niemals so auf der einen Seite, was eine andere Kultur ist als auf der anderen. Manchmal ist eine Staatsgrenze dazwischen, aber die gehören zum selben Kulturraum. Aber an diesem Fluss entlang bildet sich ein gemeinsamer Kulturraum. Das haben wir an den ganz langen Flüssen in Europa, so am Rhein, an der Donau, da haben wir das so ein bisschen, ne? Der Rhein war ja ein Kulturraum relativ starker. Die Donau durchfließt halt so viele Gegenden, dass da dann andere Faktoren mit reinkamen. Aber wenn man sich zum Beispiel mal den gelben Fluss in Asien anguckt, den Yangtze, oder den Nil in Afrika, oder den Mississippi in Nordamerika, dann sind das immer verbindende Elemente gewesen. Und ich sehe sehr oft in Geschichten, dass Flüsse so als Grenzen wahrgenommen werden. Man nehme mal den Anduin aus dem Herrn der Ringe. Ne? Okay. Der ist ja die Grenze zwischen Gondor und den Ländern, die von Sauron beherrscht werden. Und das ist eine absolut eurozentrische Sichtweise, die nicht dem entspricht, wie die meisten Kulturen historisch sich entwickelt haben. Gut, in dem Fall ist es halt auch so, dass wir da den Evil Overlord auf der einen Seite haben. Ne? Also da ist ein relativ starkes Fantasy-Element mit drin, möchte ich mal behaupten. Ne? Nein, der ist natürlich gewachsen. Off-Topic-Frage, die mir gerade so durch das Hirn schwebt, weil ich daran denken muss, wie Vampire konzipiert werden, dass ja unter anderem zu Dingen, die den Vampiren schaden oder bei ihnen nicht gut funktionieren, das Überqueren von fließenden Gewässern dazu gehört. Und mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, ob das auch eher eine europäische Idee von Vampiren ist, als von anderen, weil die Wahrnehmung des Flusses als Grenze. Das liegt auch daran, dass Europa so schmal ist, dass Völkerwanderungen oft aufeinander trafen und deswegen ständig Grenzen verschoben wurden. Ja, das haben die anderen wahrscheinlich nicht so nötig gehabt, ne? Wenn du nicht ständig... Hattest halt so große Flächen, dass du sozusagen, du konntest dich als Kultur einfach mal 100 Kilometer zurückziehen und dann hattest du halt nicht mehr ein Rechteck, sondern ein Rechteck, was auf der einen Seite 100 Kilometer schmaler war als vorher. Während du halt, wenn die Mongolen ankommen und halt nördlich der Alpen auf das treffen, was wir heute Deutschland nennen, das hat nur 400 Kilometer. Das ist relativ schnell erobert, wenn du auf dem Pferderücken bist. Mhm. Gut, kommen wir zu den Tropen. Und zwar geht es bei den Tropen erst einmal um verschiedene Vegetationszonen. Wie wir es vorhin ja schon hatten, auch gerade bei der Inselerschaffung, nicht alles, was zur Inselerschaffung fungiert, ist auch gleichmäßig verteilt. Und bei den Tropen ist es auch nicht so, bam, Regenwald, fertig. Sondern wir haben so verschiedene Zonen tatsächlich in den Tropen. Wichtig für eine tropische Zone ist, dass dort keine Jahreszeiten in dem Sinne herrschen, wie wir sie haben, dass du so Frühling, Sommer, Herbst und Winter hast, sondern dass du hauptsächlich das durch Trocken- und Regenzeiten bestimmst. Und bei den verschiedenen tropischen Zonen nimmt das halt auch immer mehr ab mit der Regenzeit. Also die hochtropische Zone, wie jetzt der tropische Regenwald, da ist die längste Regenzeit im Vergleich zur Trockenzeit.
Und dann nimmt das immer mehr ab. Wir haben dann den tropischen Regenwald, wir haben die Feuchtsavanne, wir haben die Trockensavanne, wir haben die Dornenstrauchsavanne und dann kommen wir tatsächlich in eine subtropische Wüste auch noch, bevor wir dann ganz zur Wüste übergehen. Und ihr merkt schon, ich habe mich mit dem Thema sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt, weil das für meine Story halt enorm wichtig war, weil ich halt eine Mangroven-Sumpf-Insel habe und da muss ich erstmal drüber nachdenken, wie bewächst sich das Ganze, was für eine Art von tropischer Geschichte ist das überhaupt? Und deswegen habe ich mir diese ganzen sehr unterschiedlichen Tropenstrukturen da auch voller Elan angeguckt. Wenn ihr jetzt tropischen Regenwald habt, könnt ihr euch vorstellen, jetzt wechselfeuchte Tropen mit dieser Regen- und Trockenzeit, wie man sich Regenwälder halt vorstellt, ne? Ganz typisch wie im brasilianischen Regenwald. Dann haben wir die Feuchtsavanne. Das ist auch wechselfeucht. Da gibt es hauptsächlich Gräser und dann halt ja, kleinere Baumgruppen, da hast du die Feuchtsavannenwälder, die sind so ein bisschen auseinander dividiert, also die stehen nicht so eng, oder hast halt diese Galeriewälder an Flüssen, wo sie so schön nebeneinander stehen. Die Feuchtsavanne, die Trockensavanne, die Dornstrauchsavanne sind immer ein Puffergebiet, es ist im Prinzip die Randzone, wenn du diese ganz heiße tropische Region hast, kommt dann diese Randzone dazwischen, das sind Feuchtsavanne, Trockensavanne, Dornenstrauchsavanne, das muss auch nicht alles immer vorkommen, also bevor Mago mir jetzt sagt, das ist nicht alles im gleichen Verhältnis, nein, das will ich auch gar nicht suggerieren, ich will euch nur sagen, was es alles theoretisch gibt. Trockensavanne, das ist, wenn ihr euch vorstellt, da wo Affenbrotbäume zum Beispiel wachsen und Schirmakazien, da stehen die Bäume sehr einzeln und das ist auch alles hauptsächlich mit Gräsern. Und dann hast du auch höchstens diese Galeriewälder an den Flüssen, da wo es halt sehr feucht ist. Weil in der Trockensavanne, der Name sagt schon, das ist halt um einiges trockener, aber das ist auch bestimmt eben von Regenzeit und Trockenzeit und nicht von einem normalen Jahreszeitenwechsel. Die Dornstrauchsavanne kennt man aus Afrika oder auch aus Australien, ne, da wo trockener, sandiger, leerer Boden und dann hast du Dünenbildung, weil die Winderosion relativ heftig ist in diesen Savannen. Und dann hast du eben diese tropischen Wüsten, die auch von Trockenzeit und Regenzeit bestimmt sind, wie die Kalahari. Das ist eine tropische, eine subtropische Wüste. Genau. Und da wird halt die Luftfeuchtigkeit einfach von den Windströmungen weggetragen. Deswegen ist es eine Wüste und deswegen bleibt da von der Feuchtigkeit nicht viel hängen. Genau, und wodurch Tropen bestimmt werden, das ist halt das ganze Jahr, hast du eine relativ gleichbleibende Temperatur. Bei uns sind das ja Temperaturen, also vergleichsweise, wenn du jetzt Berlin nimmst, da hast du halt wirklich einen Temperaturanstieg und einen extremen Temperaturanfall. Und Abfall, Temperaturanfall, ja. Da hat die Temperatur mal einen Anfall und wird plötzlich kalt. das mit den Jahreszeiten habe ich schon gesagt und du hast halt ein Tagesklima. Wenn man jetzt den tropischen Regenwald nimmt, morgens steigt da halt der Nebel auf, dann verdunstet das Ganze, dann hast du die extreme Mittagshitze und dann hast du Nachmittag diese Regenschauer, wo sich dann alles ordentlich abregnet. Und es gibt wesentlich mehr Regen als sonst überall auf der Welt. Dreimal so viel zum Beispiel jetzt im Vergleich wie in Berlin. Und die Verdunstungskraft ist halt relativ hoch, aber die Menge an Regen, die runterkommt, muss immer noch höher sein als die Verdunstung an sich, damit du halt so eine tropische Regenwaldgeschichte bekommst. Einfluss haben darauf dann immer noch die Gebirge, die Meeresströmungen und die Winde. Und so, was könnte ich dazu noch sagen? Und die sind halt relativ nah am Äquator dran. Und da hatten wir das, was der Mago vorhin so schön beschrieben hat, mit diesem schönen Kreislauf, wo ich dann auch gefragt habe, sag mal, kann das ähnlich sein wie das, was auf die tropischen Klimabedingungen Einfluss hat, weil da hast du die intertropische Konvergenzzone und die Passwinde. Und die bilden halt diesen Kreislauf, weil du im Prinzip hast du diese Verdunstungskräfte, die diese Wolken hervorrufen, dann steigt das Ganze nach oben, dann kühlt das Ganze ab. Es kommt gar nicht bis zu den Polen, weht aber in die Richtung, dann sinkt das Ganze wieder runter, dann wird das Ganze wieder aufgewärmt und kommt wieder zurück. Und das geht alles so wunderschön im Kreis und deswegen hast du dann eben dahinter irgendwo die Wüsten und davor dann diese Regenwaldzonen. Und was ganz wichtig ist, gerade die Verdunstung beim Regenwald wird extrem davon bestimmt, was für eine Baummenge du dort stehen hast. Und deswegen ist das Abholzen des Regenwalds auch so eine katastrophale Einfluss auf das Klima an sich, weil das diese Verdunstungsrate verändert und das eben einfach dazu führt, dass dieses ganze Klima sich dort verändert und gar nicht mehr so viel verdunstet, wie verdunsten müsste, damit du die gescheiten Regenmengen oder Wolkenmengen hervorbringst und diese Trockenzeiten dann einfach immer länger werden. Und das verändert dann eben dort auch wieder den Bestand. So, das war jetzt
Infodump von mir. Und jetzt dürft ihr euch ganz entspannt nochmal draufwerfen und erzählen, was ihr so zu tropischen Gebieten alles in Erfahrung gebracht habt. Oder ob ihr schon mal, ich meine, in Japan gibt es ja auch tropische Etappen. Meine Geschichte spielt in Tokio, da ist es nicht ganz so tropisch bisher. Na, wobei ich muss sagen, also ich fand es auch in Tokio relativ feucht. Also gerade wenn du hier dieses Klima gewohnt bist. Ich hatte mehr, ne? Ja, da klebten mir auch ganz schön die Klamotten am Leib. Also. Das auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht so tropisch, wie wenn ich auf so einer Insel bin, die schon Karibik-Flair geführt gibt. Das ist dann nochmal was anderes. Ja, das habe ich gesagt. Ja. Ist seit diesem Jahr als subtropisch klassifiziert durch Klimawandel. Mhm. Das heißt, Tokio hat es auch nicht mehr so weit. Aber ist es dann in New York tatsächlich auch so, dass die Temperaturveränderungen jetzt sich mehr angeglichen haben zu den speziellen Jahreszeiten? Weil ich würde theoretisch ja doch sagen, dass New York doch noch zu Gebieten gehört, die vier Jahreszeiten haben und sich nicht nach Trocken und Regen. Ja, New York ist, also das wird dort auf County-Basis gemacht. Mhm. Das ist so irgendwo zwischen Landkreis und Regierungsbezirk von der Größe kann man das ansiedeln. Und New York ist das nördlichste County, was noch zu den Subtropen gehört dort, jetzt seit der neuen Klassifikation von diesem Jahr. Also ja, das hat noch sehr starke temperate Einflüsse, aber es erfüllt eben die Bedingungen, die Randbedingungen der Subtropen. Ja. Und tatsächlich sind die Einflüsse der Jahreszeiten dort schwächer geworden. Das merkt man bei New York nicht so sehr, weil New York am Ende von so einer lustigen, von so einem Windkanal liegt, der von Grönland runterführt und dort alle paar Jahre mal ein Blizzard runtergetragen wird. Und dann hat man das immer so im Kopf, ja, in New York sind doch auch immer diese Schneestürme. Das stimmt. Das ist aber eine Anomalie. Das ist nicht das normale Klima, was die dort haben. Das ist echt spannend. Und New York hat ja auch, gerade wenn man so in New York Mitte reinguckt, die riesigen Wolkenkratzer, die ja auch nochmal temperaturisch ganz schöne Auswirkungen haben. Ob ich mich jetzt im Central Park und teilweise ja noch mehr Stahl und Glas. Das sind ja wirkliche Stahlbrocken und wirkliche Glasbrocken, die man da stehen hat. Das verhält sich ja völlig anders, was Sonneneinstrahlung und sowas alles angeht, als Berge. Also es ist ein gewaltiger Unterschied, ob man jetzt im Central Park sitzt oder ob man am Times Square sitzt. Ja, deshalb ist halt Tokio noch mal krasser im Sommer, wärmer, sagen wir so. Und man braucht eine Klimaanlage. Falls ihr heute guckt, ob es eine Klimaanlage in diesem Sommer gibt, sonst sterbt ihr im Sommer. Ja, ich glaube, es ist für Leute aus diesen Bereichen, wenn die hier nach Europa kommen und die sehen, wir haben keine Klimaanlagen hier. Das ist total es ist ein völliger Kulturschock. Und dann sehen die unsere kleinen Ventilatoren und wir sagen, ja, damit kommen wir klar. Ja, mal gucken, wie lange noch. Aber ja, das Abstrahlen davon und teilweise eben haben auch Menschenmassen, tragen glaube ich auch was dazu bei. Ja, also klar, dass alle so nah aufeinander sind. 38 Millionen Menschen mal so rein. Ja, Tokio da wird's heiß. Voll. Das tut den Menschen aber weh, ja, deshalb wenn du die so reinschmeißt. Deshalb heißen Städte auch Betonwüsten, genau. Die habe ich gar nicht aufgelistet in meiner ganzen Wüstenliste, die Betonwüsten. Ihr habt quasi eine Kategorie von Tropen, die ich noch ergänzen möchte, ist der Monsun. Das ist, das kommt relativ selten vor. Ich glaube, es gibt auf der Erde so zwei Zonen, wo das häufiger vorkommt. Wobei die eine deutlich größer ist als die andere. Das ist Indien. Das ist eigentlich die einzige großflächige Gegend. Indien und Thailand. Genau, stimmt. In Südostasien, das ist die zweite dann. Genau, die sind nämlich nicht von der innertropischen Konvergenzzone betroffen, sondern das kommt durch Monsunwinde. Bin ich vor lauter Hektik einfach drüber gehüpft. Es ist ja auch die Abweichung, also das muss man ganz klar sagen, der Monsun ist die Ausnahme, aber dadurch drückt sich die tropische Zone so ein bisschen Richtung Norden und Süden mit raus, also falls ihr da unbedingt was braucht, könnt ihr sowas ganz gerne verwenden. Ihr solltet nur dran denken, dass ein Monsun nur dann richtig funktioniert, wenn dahinter ein großes Gebirge ist, das hat nämlich sowohl Südostasien als auch der indische Subkontinent. Also wenn ihr eine Monsunzone habt und dahinter Flachland ist, dann könnte es sein, dass solche Leute wie ich ankommen und Anfragen stellen. Das hat dann zum Beispiel auch Auswirkungen nämlich auf die Vegetation, weil die innertropische Konvergenzzone sorgt halt dafür, dass das eher solche Regenwälder sind. Und bei den Monsunwinden, da hast du dann Winden. Bei den Monsunwinden hast du dann
eher diese Dschungelbewuchsgeschichten. Also das unterscheidet sich dann einfach auch nochmal durch die Art, welche Winde jetzt quasi dafür verantwortlich sind, dass du dort tropischeres Klima hast. Was ich übrigens auch noch total spannend finde, ist, dass die innertropische Konvergenzzone, die verlegt sich ständig. Und zwar wandert die immer von Süden nach Norden, je nachdem. Und es ist nämlich, dass die wandert im Sommer, wandert die nach Norden und da kommt dann nämlich die Trockenzeit in Amazonien. Und im Winter wandert das Ganze weiter nach Süden und da kommt dann nämlich die Regenzeit. Das finde ich total interessant, dass diese Zonen sich so ein bisschen verlegen. Das ist echt klasse. Regenwald würde ich nur eins erwähnen wollen. Es gibt nicht nur tropischen Regenwald. Ja. Ja. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz angesprochen. Im Norden von Iran und im Nordwesten der USA sind zum Beispiel auch Regenwälder. Schaut ihr euch mal an. Die sehen total anders aus als unsere Mischwälder, wie wir die hier kennen. Und dadurch kann man ein bisschen klar machen, dass eine Story nicht in Mitteleuropa spielt, wenn man das möchte. Ja, durch die Vegetation, ganz klar. Mhm. Genau. Dann kommen wir zum krassen Kontrast. Wir hatten jetzt ja diese tropischen Zonen sind ja sehr reich an Flora und Fauna. Und jetzt kommen wir zu den Teilen, die sehr vegetationsarm beziehungsweise vegetationslos nahezu schon sind. Wobei auf der Erde ja fast nichts wirklich 100% vegetationslos ist. Irgendwas gibt es immer irgendwo. Irgendwas, was sich angepasst hat. Ich weiß nicht, wie es mit den radioaktiv verseuchten Gebieten ist. Ja gut, das ist aber auch keine natürliche Wüste. Da kommen wir dann beim Punkt menschengemachte Wüste. Ich arbeite mich jetzt erstmal an den ökologischen Sachen entlang und dann kommen wir noch zur menschengemachten Wüste und da werden wir dann ordentlich noch was von uns beizutragen haben, glaube ich, was uns da alles so einfällt. Im Prinzip gibt es so grob eingeteilt 4 Wüsten. Zonen, das ist die Wendekreiswüsten, die Binnenwüsten, die Regenschattenwüsten und die Küstenwüsten. Die Wendekreiswüsten, das sind die, die den Äquator näher liegen. Die Binnenwüsten, das sind die Wüsten, die ozeanfern sind, wie zum Beispiel die in Asien. Die Regenschattenwüsten, das sind die, die Berge als Barriere haben, wo die Wolken halt entweder davor aufgehalten werden oder drüber gleiten und dann direkt wusch. Und danach ist dann Wüste, weil da hat schon alles abgeregnet. Und die Küstenwüsten, da sind kalte Meeresströmungen dafür verantwortlich, dass die Wolken im Prinzip über Meer abregnen. Und dann, wenn das Ganze zur Küste kommen könnte, da ist schon gar nichts mehr da. Deswegen sind diese ganzen Küstenstreifen dann total trocken. Und die Methodiken, wie Wüsten entstehen, das ist eben einmal die fehlende Wärme. Oder, also fehlende Wärme sind natürlich die Kältewüsten, die Eiswüsten, polaren Gebiete, aber auch die Hochgebirge. Also ganz oben auf den Bergen, wo es so super kalt wird, da hast du dann halt auch schon Kältewüsten. Und auch in diesen subnivalen Zonen, das sind die direkt unterhalb der Schneegrenze, wo es halt noch kalt genug ist, dass es wüstig ist und du nicht genug Wärme hast, dass da Wasserdampf entstehen kann, um dort überhaupt irgendwelche Erdeinsickerungen zu veranstalten. Das ist nämlich das Hauptproblem, der Wasserdampf gefriert und dann wird die Erde gar nicht nass und dann bildet sich da gar nicht großartig irgendwas an Grundwasser. Der zweite Punkt, wie Wüsten entstehen können, ist halt der Wassermangel. Da hast du die Trockenzeit, in manchen Wüsten dann halt auch tatsächlich Regenzeiten. Das sind diese Hitzewüsten aus Stein, aus Sand, aus Salz auch, wie zum Beispiel im Iran oder in Zentralasien und aus Kies, wie die Sahara. Da gibt es halt wenig Regen. Und die Feuchtigkeit aus der Luft ist einfach in anderen Gebieten dann schon abgeregnet. Und Küstenwüsten und Regenschattenwüsten hatte ich schon gesagt. Und dann eben die menschengemachten Wüsten. Ja, wie wir das vorhin schon hatten, Abrodung des Regenwalds, das führt zu Klimaveränderungen, dass da einfach nicht mehr so tolle Verdampfung von der Feuchtigkeit ist. Überweidung von Plätzen, die Grundwasserspiegelsenkung, also dass da einfach tonnenweise Wasser abgepumpt wird und da nicht mehr genug Grundwasser da ist, um den Boden zu durchfeuchten. Und der Boden verliert dann einfach so extrem an Feuchtigkeit, dass da eben auch Wüsten entstehen. Das sind jetzt die Sachen, die ich weiß zu Wüsten, wie sie entstehen und wo sie sich ungefähr befinden. Selber eine Geschichte geschrieben zu Wüsten habe ich jetzt noch nicht. Das war nur einmal Landesrecherche, weil ich so eine schöne Fantasy-Karte gezeichnet habe, wo ich mir überlegt habe, wo kommen meine Wüsten hin?
Was fällt euch noch so zu Wüsten ein? Oder habt ihr vielleicht sogar schon mal eine Geschichte in einer Wüste geschrieben? Und wenn, dann in was für einer? Es gibt auch Salzwüsten, wollte ich noch kurz erwähnen. Und es gibt Halbwüsten. Und jetzt kriege ich bestimmt das Fachwort nicht raus. Ich habe es mir extra aufgeschrieben bei meiner Recherche. Edaphische Wüsten, also das sind bedingte Wüsten. Das habt ihr in Island beispielsweise. Wegen der Erosion wächst da nichts. Und das wird auch als Wüste übrigens interessiert. Das fand ich nett. Das wollte ich noch schnell reinschmeißen. Will noch die Polarwüste mit reinwerfen? Ja, stimmt. Das ist allerdings auch so ein Konzept, was sehr von der konkreten Geografie einer Welt abhängt, weil es, also eine Polarwüste ja entsteht, weil man den Slipstream am Polarkreis hat, der ja unterschiedlich liegt, je nachdem, wie stark die Neigung eines Planeten auf seiner Bahn ist. Und dann darf sich innerhalb dieses Polarkreises halt auch keine größere Wassermasse befinden, die sich erwärmt. Das haben wir auf der Erde in der Antarktis. Wir haben zwar das Südpolarmeer rundherum, aber da fährt sozusagen keine warme Meeresströmung rein, sodass sich dort keine Verdunstung ergibt. Und die Antarktis ist dementsprechend eine Eiswüste. Und zwar ist das nämlich die größte Wüste, die wir auf der Erde haben, mit 14 Millionen Quadratkilometern. Ansonsten möchte ich deine Frage mit Ja beantworten. Alle Teile davon. Ich habe ja vorhin erzählt, meine Fantasy-Welt zeichnet sich dadurch aus, dass die von allen möglichen Arten von schwer besiedelbaren Gegenden durchzogen ist. Also Steppen, Halbwüsten, Trockenwüsten, Heißwüsten und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das natürlich ein riesiger Aspekt und eine der Sachen, auf die ich sehr viel Zeit verwendet habe im Weltenbau dieser Welt, ist, wie diese Gebiete denn durchquert werden. Und da haben sich super interessante Konzepte ergeben, weil ich zum Beispiel auch einen Kontinent habe, der aufgrund seiner Lage zweigeteilt ist, mehr oder minder, also die läuft ein Gebirge östwestlich durch und auf der nördlichen Seite ist eine warme Meeresströmung, die, obwohl das Ganze relativ weit vom Äquator schon wegliegt, dort so ein fast subtropisches Klima reinträgt. Und auf der Südseite hingegen ist eine kalte Meeresströmung, wodurch sich ein subarktisches Klima ergibt. Also man hat dort wirklich Subtropen, Berge, Subarktis. Und ich habe es dann halt so weit getragen, dass ich gesagt habe, okay, die Winde tragen dann halt wirklich, wirklich kalte Luft dorthin. Und das, was von den Bergen runterkommt, ich habe die dann irgendwie nochmal einen Kilometer höher gemacht, dass das auch richtig schön kalt wird, was dort vom Äquator her an Luft reingetragen wird. Das ist einfach eine Eiswüste, eine durchgehende. Und man hat dann ich hatte dann im Norden und im Süden zwei vollkommen unterschiedliche Kulturen, die auch komplett unterschiedlich organisiert sind, weil die einen eben Nomaden sind in der Wüste und die anderen hingegen sesshaft in einem sehr fruchtbaren Gebiet. Aber es hat sich dann ergeben, dass man nur auf der Nordseite vernünftig von Ost nach West kommt, weil da die Meeresströmung entlang verläuft, und nur auf der Südseite vernünftig von West nach Ost, weil da eine Windströmung lange verläuft. Das heißt, die müssen miteinander interagieren, wenn sie handeln wollen. Und man kriegt halt dann aus dem Westen die subtropischen Waren übers Eis in den Osten geliefert. Und so kommen die dann eben auch in diese arktische Gegend mit hinein. Und das fand ich auch einfach ein super interessantes Konzept, wo ich selber niemals dran gedacht hätte, dass die in dieser Eiswüste sehr viele subtropische Waren haben, weil die sich einfach damit bezahlen lassen, einen Teil von dem zu behalten, was sie transportieren. Was daraus entstanden ist, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass dort eine Eiswüste ist, durch die man irgendwie durch muss, wo sich dann eine Kultur von Eisseglern in dem Fall entwickelt hat. Komplett zusammenhanglos, aber halt links da rausgefallen. Und das sind ja die Sachen, die ich am Weltenbau liebe. Ne? Beschränkungen reingeben, Konsequenzen ausdenken und dann kommen irgendwelche coolen Konzepte bei raus. Auf jeden Fall. Das hängt ja auch alles immer sehr zusammen. Aber wenn ihr das jetzt nicht so fancy hinbekommt wie Mago und alles selber konzipiert mit ich nehme einfach Strömungen und baue die richtig zusammen, wie so High-End Weltenbaumechaniker. Wenn ihr zum Beispiel eine Regenschattenwüste machen wollt, dann könnt ihr die Wüste Gobi als Beispiel nehmen. Das ist eine Regenschattenwüste, die wird vom Himalaya-Gebirge abgeschirmt. Das könnt ihr euch anschauen als Beispiel einfach, wie sieht die Wüste denn tatsächlich aus? Und dann könnt ihr ein ähnliches Konzept, wenn ihr die Welt jetzt selber erschafft, dann verwenden. Oder wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne eine Küstenwüste machen, dann könnt ihr die Atacama-Wüste in Chile nehmen als Beispiel. Und das ist übrigens auch die trockenste Wüste, die es bei uns auf dem Planeten gibt. So, jetzt kommt einmal Wordbuilding Light, und zwar von mir, weil ich habe ja auch das Problem der Wüste. Bei mir ist es halt eine Trockenwüste, weil, wer es noch nicht weiß, mein Planet steht. Das heißt, ich habe diese kleine bewohnbare Zone. Dann habe ich diese Außenzone, wo es halt entweder sehr warm oder halt sehr kalt ist.
Und dann habe ich die sogenannten Todesstreifen, wo es halt eben so kalt ist, dass du da nicht leben kannst, wenn du nicht extrem gut darauf angepasst bist. Ich habe so ein bisschen Tropen dazwischen, wo sich die Leute halt auch angepasst haben. Und dann auch wirklich Wüste, wo lange Zeit nothing ist. Und die Leute auf diesem Tropen-Wüsten-Mittelmeer-Dings-Seite der Welt, die haben sich tatsächlich auch viel auf die Schifffahrt konzentriert. Weil wo kann man ganz gut Schiffe fahren? Da, wo es halt relativ warm ist. Wo wir halt eher wenig Stürme haben in dieser bewohnbaren Zone. Die halten es nicht für nötig, sich mit Schifffahrt zu beschäftigen. Weil die sitzen ja auf dem Grün, kann man sagen. Deswegen ist das auf der einen Seite eine unglaublich große, Schifffahrtskultur, wo ich mal anmerken, wo ich mal reinwerfen möchte, die Meerjungfrauen, die vorrangigen Schiffbauerinnen sind. Ja, gut. Weil die können halt drunter schwimmen. Und auf der anderen Seite, wo es dann aber so richtig kalt ist, hat sich aber auch Handel entwickelt. Und zwar genauso wie beim Mago. Die gehen halt über die Eiswüste, aber sogar über die zugefrorenen Meere. Das ist zwar eine ganze Ecke weit weg und das wird in meinen Büchern auch lange nicht erwähnt. Aber da findet tatsächlich auch ein Handel statt über die zugefrorenen Meere mit der ganzen Seite. Was ich vorhin ja angeteasert habe, ist der sogenannte Schwarzmarkt des Sandes. Es ist derzeit so, dass, das mag man nicht glauben, wenn man davon hört, was sind die begehrtesten Rohstoffe der Welt, ganz weit oben steht Sand. Zum einen Beton, wir brauchen Sand, um Beton herzustellen. Wir brauchen Sand, um Glas herzustellen. Aber auch um dieses Problem, was wir vorhin mit den Meeren hatten, dass die Meere sich anfangen, die Landmassen zurückzuholen. Und wir wissen ja alle, der Meeresspiegel steigt. Und dafür brauchen wir auch Unmengen an Sand, um das Meer zurückzudrennen, zum Deichbaum, alles Mögliche. Das Problem ist, Sand ist eine endliche Ressource. Wir können Sand nicht herstellen. Und wir können auch nicht jeden Sand nehmen. Wir können jetzt zum Beispiel nicht sagen, wir buddeln mal die Sahara leer. Das heißt, es verschwinden teilweise gerade unten im afrikanischen Bereich Küstenregionen, die halt nicht touristisch erschlossen wurden, werden weggebaggert in Nacht- und Nebelaktionen und der Sand wird auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Sobald du an diesen Punkt kommst, Rohstoffe und Rohstoffe, die endlich sind, das ist nämlich das auch unser letzter eben. Punkt quasi, den wir jetzt für diesen Stream auch noch haben. Ihr habt ja Wanderrouten und Humangeografie habt ihr ein bisschen schon mit einfließen lassen bei den jeweiligen Punkten. Ja, das ist mit dem Sand einfach eine hervorragende Überleitung dann schon zu den Rohstoffen. Mit Rohstoffen wird sehr, sehr viel illegal betrieben und ich rede nicht nur von den Blutdiamanten. Du nimmst es denen weg, die sich quasi nicht wehren können oder die du unterdrücken kannst und schaffst es dahin, wo du es haben willst und alles, womit sich halt Geld machen lässt. Da kommen wir wieder zum Kolonialismus und zum Kapitalismus. Um nochmal kurz einen groben Überblick zu geben, wenn wir jetzt über Rohstoffe reden, da geht es einmal eben über Agrarrohstoffe, pflanzlich und tierisch. Da werden wir aber nicht extrem drauf eingehen, weil wir ja noch einen Stream zu Flora und Fauna auf jeden Fall machen. Dann geht es um Luft und Wasser, die gelten auch definitiv als Rohstoffe. Luft und Wasser sind Rohstoffe und vor allem Wasser auch ein Rohstoff, der ja in manchen Ländern, das kriegen wir hier ja noch, würde ich jetzt mal sagen, nicht so extrem mit, aber wo Wasser halt ein hart umkämpfter Rohstoff ist, der auch nicht einfach vorhanden ist und die Leute sich das dann in Kanistern besorgen müssen, weil entweder das Grundwasser halt irgendwie abgepumpt wird irgendwo anders hin, Gebiete extrem trocken sind und du keine andere Wahl hast, als dort zu siedeln, weil du es halt musst. Und wir haben die Industrierohstoffe, da geht es halt um die Energierohstoffe, um die Metallrohstoffe, um Chemierohstoffe und um Bau- und Keramikrohstoffe. Und bei Rohstoffen ist immer wichtig, Vorkommen natürlich, wo kommen sie vor? Dann geht es, wenn wir um menschliche Zivilisationen halt reden, auch um den Abbau, um den Raubbau, wie Isabel gerade für den Sand so schön schon gesagt hat, und dann natürlich auch um die Wechselwirkungen. Was bewirkt es denn, wenn man dort jetzt Abbau betreibt? Wie verändert sich dann die Landschaft? Wie verändert sich eben auch das Klima? Denken wir ans Abroden des Regenwaldes und das Sinken der Verdunstung und die Verlängerung der Trockenzeit. Und wichtig ist dann natürlich auch noch die regionale Verteilung, weil wer hat viele Rohstoffe, wer hat weniger Rohstoffe, wer hat welche Rohstoffe und wer hat so viele Rohstoffe, dass er gar nicht weiß, was er alles damit anfangen soll und was macht derjenige dann tatsächlich auch damit? Ich möchte mal Alaska reinwerfen. Mhm. Alaska ist ein wunderbares Beispiel, was Rohstoffe angeht, weil Alaska hat eine ganze Weile, ich glaube, den Franzosen gehört. Russland. Und
Russland. Russland war es, stimmt, genau, Russland war es. Ja, oh, Alaska gehörte zu Russland. Ja. Auf jeden Fall war Alaska, nachdem die USA dann gegründet wurde, gehörte es nicht zu den USA. Aber Alaska war, ist ja ein, ja, viel Eis, viel Schnee, viel nichts. Und dann haben die eigentlichen Besitzer von Alaska, also was ich auch wieder furchtbar finde, man kann sagen, ich besitze ein Land, aber ja. Diejenigen, Land die, wo halt egal. Alaska zugehört, ja, wo halt Alaska zugehört hat, die hatten, haben das für einen Spottpreis an die USA verkauft. Und dann haben die USA angefangen zu bohren und haben Öl gefunden und Gold. Das ist auch so eine Sache, die halt manche Amerikaner den Russen heute noch vor, dass Russland Alaska mit einer der rohstoffreichsten Regionen der Welt für einen Spottpreis an Amerika verkauft haben, war das halt für die halt totes Kapital, also das lag halt rum, die hatten es halt, konnten damit nichts anfangen, war viel zu weit weg vom Mutterland, weg damit, ja. Und Alaska, man weiß heute noch nicht, Permafrost und alles, was da wirklich drunter ist, noch an Rohstoffen, da kann noch verdammt viel liegen. Ich hoffe, Sie checken es nicht nach. Wenn wir jetzt mal sind dabei, wenden wir uns anderen Rohstoffen zu als den endlichen und fossilen. Tatsächlich gibt es da immer noch große Konflikte, weil viele Sachen, also in Alaska ist vieles Naturschutzgebiet, was Gott sei Dank Naturschutzgebiet ist, weil da gibt es wunderschöne Landstriche, wunderschöne ewige Wälder mit wirklich großer Flora und Fauna, wo sich immer noch die Leute, die alaskanische Regierung tatsächlich mit Leuten endlich auseinandersetzen muss, die da bohren wollen. Mhm. Und seien das nur Probebohrungen. Ja, und dann hast du halt mal die zu Lobby. Gucken, ob da was ist. Die Lobby hinten dran mit viel Geld, die es dann doch irgendwie schaffen, irgendwelche Sachen sich unter den Nagel zu reißen jetzt, und Bohrrechte. Bis jetzt zu hält Alaska tatsächlich dagegen, aber ich habe, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass es tatsächlich so illegale Bohrungen gibt. Mhm. Ja, das glaube ich ungesehen, dass das tatsächlich illegal auch stattfindet. Ja, das müsst ihr euch für euren Weltenbau halt durchaus überlegen, wie ihr das macht und inwiefern die Rohstoffe halt auch relevant sind, welche Rohstoffe vor allem relevant sind. Bei mir, bei meiner Geschichte bei Schneerot ist es ja so, dass die Bevölkerung, die dort auf dieser Mangroveninsel, ich würde sagen, übrig geblieben ist, das ist ja mehrere tausend Jahre, nachdem unsere Zivilisation schon untergegangen ist, bei denen geht es halt viel um Agrarrohstoffe. Wie kannst du diese Rohstoffe so nutzen, dass sie nicht endlich sind, dass du keinen Raubbau betreibst, diese Sachen nicht kaputt gehen, und wie kannst du eine Balance finden dazwischen, diese Dinge zu nutzen und sie trotzdem nicht so überzustrapazieren, dass du einfach alles um dich herum kaputt machst. Die haben ja auch nicht mehr groß eine andere Wahl, weil es gibt nicht viel mehr anderes. Beispielsweise kann man sich die Frage stellen bei einer Fantasy-Welt, was macht ihr, wenn Magie knapp wird? Ja. Also wenn das wie fossile Brennstoffe kein unendlicher Stoff ist. Aber, und da kannst du nämlich eine wunderschöne Analogie zu unserer Realität nehmen, alles aber eben darauf aufgebaut ist. Finde ich nämlich ziemlich spannend, was man da auch umsetzen kann. Und da kann man mit einem einzelnen Fantasy-Element eine Analogie zu unserem heutigen Problem nehmen, nämlich wie man Dinge nachhaltiger gestaltet. Wir Menschen betrachten ja auch uns selber als Ressource. Bei Ressourcen auch immer noch bedenken sollte, ist, dass Ressourcen sich wunderbar eignen, um Abhängigkeiten herzustellen. Und man denkt da oftmals so an unsere moderne Just-in-Time-Welt, ne, wo dann irgendwie Produktionsausfälle sind, wenn irgendwo am Anfang der Kette keine Rohstoffe hergestellt werden oder nicht genug gefunden werden, wenn es eine Naturkatastrophe oder eine Krankheit gibt, ne, sodass nicht gefördert werden kann. Das ist aber ein Fehlschluss. Es gibt ein Buch, das nennt sich 1177 vor Christus, der erste Zusammenbruch der Zivilisation. Und es beschäftigt sich mit einem Phänomen, was sich im östlichen Mittelmeerraum zugetragen hat. Das kennt ihr vielleicht als die Seevölker. Was dort passiert ist, dass es eine Völkerwanderung gab. Wir wissen nicht genau woher. Aus dem westlichen Mittelmeerraum sind Völker in den östlichen Mittelmeerraum übergesiedelt, also heutige Türkei, Arabien, Zypern, Ägypten und so etwas. Und das ist in der Hochphase der Bronzezeit. Und es gab damals in dieser gesamten Region bis Indien nur einen einzigen Ort, wo man größere Mengen Kupfer gefunden hat, was man ja braucht zur Bronzeherstellung. Dieser Ort ist Zypern. Und kurzer Segway dazu. Cuprus ist das lateinische Wort für Kupfer. Und im Englischen heißt Zypern Cyprus mit Y statt mit einem U. Zypern ist die Kupferinsel. Daher kommt dieser Name. Also Zypern war die Quelle
der gesamten westlichen Zivilisation für Kupfer zu dieser Zeit. Und was passiert ist, ist, dass von, ich glaube, 6 Hochzivilisationen, die es damals in der Region gab, die Hethiter, die Assyrer, die Ägypter, in Arabien gab es noch irgendwas, in Persien dann eben noch weiter und so, die frühen griechischen Zivilisationen, also schon nach den Minoern, aber nicht die klassischen Jonier. Von diesen 6 Zivilisationen sind 5 komplett zusammengebrochen, weil der Seehandel von Kupfer von Zypern zu den anderen Reichen nicht mehr möglich war. Und wir können in den archäologischen Schichten wirklich sehen, die Bevölkerung ist zusammengebrochen, die Komplexität der Zivilisationen ist zusammengebrochen. Es gab eine relativ lange Phase des Friedens, weil es einfach nicht mehr Reiche gab, die groß genug waren, dass man hätte Krieg führen können. Es gab niemanden, der in der Lage war, eine Armee irgendwie durchzufüttern. Und das hat zu einem Einbruch in der westlichen zivilisatorischen Geschichte geführt, die auch sich dann so ein bisschen bei Homer niedergeschlagen haben könnte. Also diese apokalyptischen Geschichten, die er da manchmal erzählt, Troja zum Beispiel, diese Erzählung könnte davon beeinflusst sein, dass das eben irgendeine anatolische Zivilisation war, die dort zerstört wurde in einem großen Krieg mit diesen Seevölkern, von denen wir nicht wissen, wo sie herkommen. Und dass das eine leicht mystifizierte Erzählung davon ist, wo dann wahrscheinlich noch die realen Ereignisse von Troja eben mit reinflossen, was ja auch ein Ort war, der kriegerisch umstritten war. Wenn wir aber mal davon in die Moderne gucken wollen, wir müssen gar nicht mal so weit gucken, wir müssen einfach jetzt nach England rüberschauen. Durch den Brexit haben die Engländer ein gewaltiges Ressourcenproblem, da sind Supermarktregale leer. Das Benzin geht denen aus, Obst und Gemüse, dort bricht tatsächlich jetzt alles dafür die auch zusammen, auch zum Teil wegen Abwanderung, weil Leute halt zum Teil gesagt haben, okay, ich hatte vorher meine doppelte Staatsbürgerschaft, ich bleibe jetzt halt im europäischen Ausland und stehe dem britischen Empire nicht mehr zur Verfügung. So, dann haben die auch einen riesen Abwanderungsboom. Europäische Leute, die immer rübergependelt sind, ja, logisch, gibt es auch nicht mehr. Also da kann man auch, und es ist im kleinen Rahmen. Das ist ein Land, was sich entschieden hat, aus einer gewaltigen Koalition auszutreten. Und dann müsst ihr euch die Dimensionen vorstellen, wenn es halt tatsächlich darum geht, im eigenen Weltenbau zu untersuchen, wie wirkt sich das denn aus, wo es Rohstoffe gibt, wo gibt es knappe Rohstoffe, wo gibt es viele Rohstoffe und wer hat da eigentlich den längeren Hebel, ne? Und kann Einfluss nehmen auf was anderes. Ich denke, ein Thema, was man hätte behandeln können, ist der Punkt Kartografie. Denn wie man denn Geografie abbildet, ist ein super interessantes Thema und etwas, was meiner Meinung nach oftmals falsch läuft, weil wir es total gewohnt sind, diese präzisen geografischen Satellitenbildkarten zu haben, obwohl die eigentlich überhaupt nicht das abbilden, was in einer prämodernen Welt relevante Informationen gewesen wären. Wir sind jetzt durch mit den Orten und das nächste Mal beim nächsten Stream wird das Thema Flora und Fauna dann tatsächlich behandelt. Haben wir definitiv auch immer schon ein bisschen angeschnitten, weil die Sachen sich ja auch sehr verzahnt ineinander einfügen und viel hat Einfluss auf andere Dinge. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke Isabel, Saskia und Marco, dass ihr hier so konstant mit am Weltenbau-Stream mit dabei seid. Wir wünschen euch allen noch einen ganz, ganz tollen Abend und dann bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüssi.